Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Timescan. Vertrauen ist gut. Zeiterfassung ist besser. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. So, und dann sind wir live und damit herzlich willkommen aus der Türkei, genauer gesagt aus Belek. Heute zum allerersten Testspiel im Wintertrainingslager, nachdem am Mittwoch ja die Partie gegen Waldhof Mannheim kurzfristig ausgefallen ist. Unsere Kogge also heute gefordert hier in der Gloria Sports Arena. Ja, gute 4-5 Kilometer weg vom eigenen Mannschaftshotel. Sehr schöne Anlage, wie ihr schon seht. Vielleicht kann der Kameramann ja mal einen kleinen Schwenk versuchen, damit ihr einmal den ganzen Platz und die Atmosphäre sehen könnt. Unsere Mannschaft schon auf dem Feld, spielt sich schon ein. Unsere Fans links von uns, also auch da ist vielleicht der ein oder andere Fangesang zu erwarten. Aber auch die 60er heute mit etwas Unterstützung, also beide Fanlager auch hier vor Ort mitgereist. Und jetzt betritt dann auch die Mannschaft von 1860 München das Feld. Und ja, hier um 14.30 Uhr. Ortszeit bei euch, 12.30 Uhr, passend zum Mittag, soll dann der Anstoß erfolgen. Gute Nachrichten gibt es eigentlich davon, dass wir sowohl in der App live sind mit dem Live-Ticker als auch mit dem Fanradio und dann eben auch bei YouTube. Dort ist noch kein Bild, in der App ist noch kein Bild von YouTube, okay. Das erwartet euch dann hoffentlich mit dem nächsten Update, das testen wir nämlich gerade. Und genau, bei YouTube sind wir aber schon live, da könnt ihr also direkt einschalten und zuschauen, wenn ihr möchtet. Und solltet ihr irgendwann doch wieder arbeiten müssen, dann ja, lest einfach den Ticker, wir halten euch auf dem Laufenden, natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen. Die Schiedsrichter betreten auch das Feld, das gibt vielleicht uns noch einen kurzen Einblick auf die Aufstellung. Und da fangen wir heute an mit Markus Kolke im Tor, also die Nummer 1. Insgesamt, wenn man so einen Blick auf die Aufstellung wirft, kann man vermuten, dass das so ein bisschen vielleicht die Elf ist, die aktuell auch das Beste hergibt. Also in der Abwehr Nico Neidhardt, Thomas Meissner bekommt wieder eine Chance, dann Damian Rosbach und links Calogero Rizzuto. Auf der Doppelsechs Lukas Fröde und Simon Rhein. Und dann das Dreier-Offensivgespann im Mittelfeld wird gebildet von Duljevic, Mamba heute mal in zentraler Position, vielleicht auch als hängende Spitze. Und links Kevin Schumacher, der einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat in den letzten Trainingseinheiten hier vor Ort. Und vorne drin natürlich unser Goalgetter John Verhoek. So, während sich die Schiedsrichter hier die Teams nochmal rangeholt haben, und ja, sowohl die Fans als auch die Sponsoren, die hier teilweise direkt vor uns sitzen, begrüßen, kann es dann danach auch gleich losgehen. Es erfolgt noch eine Seitenwahl zwischen den beiden Kapitänen. Bei den Münchnern ist es Stefan Lex, auf den würde ich nachher nochmal genauer eingehen. Ganz interessanter Mann, viele Scorerpunkte schon, auch in dieser Saison wieder. Und genau, also Mannschaften bleiben erstmal so stehen. Fotografen machen sich bereit, Schiedsrichter machen sich bereit, Spieler machen sich bereit. Und dann hoffen wir, dass es hier ja, in wenigen Sekunden losgehen kann. Wir sind nämlich schon über der Zeit. Aber das haben wir auch in der letzten Zeit hier, in den letzten Tagen in der Türkei gemerkt. Pünktlichkeit nimmt man dann doch hier nicht so ernst wie bei uns zu Hause in der Heimat. John Verhoek steht bereit, unsere Kogge also mit dem Anstoß in der ersten Hälfte und damit geht es dann hier los. Sehr zur Freude der mitgereisten Fans. Zunächst erstmal der Angriff unseres FCH, der Ball also in unseren Reihen, machen das Spiel gleich mal breit. Fröde lässt sich direkt fallen, also auch da die Variabilität, die Jens Hertel sich immer wieder wünscht, gleich von
Beginn an hier zu spüren. Langer Ball von Meißner, gut gespielt auf Duljevic, der nimmt den Ball auch gut runter, sucht das 1 gegen 1 und dann den Pass nach innen, aber dort kommt noch niemand ran. Nichtsdestotrotz geht es weiter mit einem Einwurf, der auch gerne mal zur Flanke werden kann. Ryan Malone zwar nicht auf dem Platz, ebenso wie Svante Ingelsson, aber Nico Neidhardt macht das ja ebenfalls sehr, sehr gut, entscheidet sich jetzt für den Einwurf nach hinten und eben für den Ballbesitz in der Phase. Ja, was soll ich euch erzählen? Vielleicht ein kleiner Rückblick hier auf die vergangenen Tage. Unsere Mannschaft ja am Sonntag in Rostock losgeflogen, in aller Früh, also teilweise ging es dann schon um 6 Uhr am Flughafen, am Stadion los, Richtung Flughafen. Und genau, dann wurde erstmal das ganze Sperrgepäck abgegeben, war dann ja doch einiges, mehrere hundert Kilo, habe ich mir sagen lassen, durch die ganzen Trainingsmaterialien, Utensilien, Kleidung natürlich. Da kam einiges zusammen, viele, viele Kisten gepackt von den Zeugwerten. Und pünktlich ging der Flieger dann aber auch in die Luft, circa 9:30 war das, nachdem dann auch alle eingecheckt waren. Dann gab es nochmal eine Personalausweiskontrolle, wie das immer so ist. Und 3,5 Stunden später waren wir dann in Antalya gelandet. Und von dort ging es dann nochmal etwa eine halbe Stunde weiter ins doch sehr gute Mannschaftshotel, muss man sagen. Sehr gut ausgestattet dort, gute Zimmer, gutes Essen, guter Trainingsplatz und mit den Bedingungen kann man deswegen sehr zufrieden sein. Viele intensive erste Einheiten, die unsere Jungs absolviert hatten. Das Einzige, was dann ja nicht so wirklich nach Plan gelaufen ist, war eben der Mittwochnachmittag, als man eigentlich ein Testspiel gegen Mannheim absolvieren wollte, sich stattdessen dann aber mit einem internen Testspiel begnügen musste, was aber sicherlich auch viele Erkenntnisse gebracht hat. Jetzt schauen wir aber hier erstmal kurz auf die Ecke, bevor wir vielleicht eine gefährliche Situation verpassen. Dort ist es der Ball vom Tor weg auf den ersten Pfosten, aber John Verhoek auch defensiv kopfballstark und dann der technische Fehler von der Nummer 31 von Richard Neudecker, zentraler Mittelfeldspieler bei den 60ern. Und die werden jetzt aber natürlich bei dieser Position des Einwurfs relativ hoch stehen und versuchen den Ball früh zurückzuerobern. Also die Trainingseinheiten in den letzten Tagen sehr intensiv gewesen. Das Testspiel leider nicht stattgefunden. Ansonsten heute nochmal viele Standards geprobt und einstudiert, verschiedene Varianten. Da ist Ronny Thielemann ja der Experte und das ist dann eben die Belastungssteuerung am Spieltag, dass gesagt wird, vormittags gehen wir dann nicht auf 110-120% in den Einheiten, sondern fahren vielleicht mal ein bisschen zurück, schalten Eingang runter, damit wir eben die Kräfte dann fürs Spiel haben. So, kurze Ansage nochmal vom Schiedsrichter hier an beide Teams. Rossi entpuppt sich hier im Trainingslager mehr und mehr zum Abwehrchef, ist derjenige, der das Kommando vorgibt, der die ganze Defensive und damit dann eben auch Mittelfeld und Angriff positioniert, Anweisungen gibt, wer sich wie verhalten soll. Schließlich beginnt das Verteidigen ja eben schon im Angriff, im Anlaufen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Thomas Meißner jetzt erstmal mit dem Ball zurück. Markus Kolke mit einem Stockfehler dort. Das sieht man auch sehr selten. Aber aus dem ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Bis auf den Eckball, der dann jetzt von der rechten Seite reingeschlagen wird. Das ist bereits der zweite Eckball für die Münchner, die in der dritten Liga dieses Jahr noch nicht ganz so hinterherkommen, wie sie sich das vielleicht gewünscht hatten. Waren ja letztes Jahr lange mit im Aufstiegsrennen dabei, sind am Ende Vierter geworden, also auch nur wenige Punkte hinter unserem FC Hansa Rostock, haben sich dann spät aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Dieses Jahr liegen sie bisher auf dem 10. Tabellenplatz, haben 29 Punkte geholt. Neudecker mit einem gefährlichen Distanzschuss, Kolke kann den Ball nur klatschen lassen, es gibt die nächste Ecke. Also 1860 hier mit keinem schlechten Beginn. Wie gesagt, aktuell 10 Platzierter der dritten Liga, 29 Punkte nach 20 Spielen und damit ist dann noch relativ klar, dass sie in der Rückrunde einen Zahn zulegen müssen. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz 7 Punkte. Wir alle kennen natürlich die dritte Liga jetzt nach den letzten Jahren auch in- und auswendig. Wir wissen, dass es dort sehr, sehr eng zugeht, dass da alles passieren kann, aber nichtsdestotrotz, die 7 Punkte müssen erstmal aufgeholt werden. Und das ist eben das Ziel der Elf von Trainer Michael Köllner.
Einwurf dort jetzt auf der linken Seite. Calogero Rizzuto versucht es mal. Ja, in den letzten Einheiten viele Angriffsbemühungen ausprobiert, viele Laufwege einstudiert. Sowohl das Flankenspiel wurde geübt, als eben auch die Pässe aus dem Zentrum in die Tiefe. Jetzt mal gut angezeigt, der Laufweg von John Vogt. Guter Pass von Aras Duljevic, er geht noch am Torwart vorbei, schießt! Außennetz. Guter Angriff, aber genau da war eben mal so ein Pass aus dem Zentrum, der in den letzten Tagen einstudiert wurde, der mehrmals geübt wurde. Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel, dass genau diese Inhalte eben heute mal umgesetzt werden. Da kommt es gar nicht so groß auf das Ergebnis an, was am Ende dann unter dem Strich steht, sondern eben darum, dass die Mannschaft die Inhalte verinnerlicht hat, umsetzen kann. Und das wird sicherlich das Hauptaugenmerk sein, das Jens Hertel hier heute auf die Partie legt. Jetzt erstmal Ballgewinn, Thomas Meissner dort gut aufgepasst. Auch von Kevin Schumacher den Ball noch im Spiel gehalten. Dann ist er aber doch weg und wieder zurück bei den 60ern, die es über die Mitte versuchen. Über das Zentrum legen sie den Ball jetzt rechts raus, kommen dort über die rechte Seite. Ball könnte in die Mitte geschlagen werden, das wird auch passieren. Nico Neid hat aber erstmal da und wirklich Ruhe rein in dieses Spiel, kommt aber noch nicht. Auf beiden Seiten gab es hier schon Torchancen, 1860 mit dem einen Distanzschuss, auch schon mit zwei, drei Eckbällen. Und unser FCH eben in Person von John Verhoek mit dem ersten Abschluss. Muss jetzt aber wieder defensiv aufpassen. 1860 im Angriff über die linke Seite, aber der Ball etwas zu weit geschlagen, geht dann doch ins Tor aus. So, Simon Rein, jetzt mal hier mit einem Pass auf die rechte Seite auf Aras Duljevic. Hatte vor gar nicht allzu langer Zeit im Trainingslager einen wunderbaren Steckpass auf Kevin Schumacher gespielt. Eben in diesem trainingsinternen Testspiel. Da ging der Ball wirklich durch drei, vier Gegenspieler durch in die Spitze und Schumacher konnte den dann auch gut verwandeln. Jetzt mal Duljevic mit der Diagonalen und ja, dann gibt es aber doch Abstoß. Schumacher konnte den Ball dort nicht verarbeiten, auch weil er gut von seinem Gegenspieler gedeckt wurde. Apropos Gegenspieler, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um uns die Mannschaft von 1860 München mal etwas genauer anzugucken. Haben nämlich einige interessante Personalien im Kader, wurden ja auch immer wieder als Aufstiegsaspirant gehandelt. Unter anderem Marcel Bär kam vor der Saison von Eintracht Braunschweig, hat schon 8 Tore erzielt, ist damit Top-Torschütze der 60er. Stefan Lex, ich hatte ihn vorhin schon kurz angesprochen, der Kapitän, auch schon 5 Tore und dazu noch 7 Vorlagen, also in dem Fall dann auch Topscorer. Sehr, sehr gefährliche Offensive also, auch wenn man zuletzt ja den Abgang von Sascha Mölders, auch genannt der Wampe von Giesing, zu verkraften hatte. Da gab es nämlich Differenzen, so hört man mit dem Cheftrainer Mölders. Eigentlich auch gute Scorerwerte, 5 Tore, 4 Vorlagen, war ja auch so ein bisschen Identifikationsfigur der Münchner zuletzt. Und natürlich brandgefährlich, wenn der im Strafraum irgendwie den Ball hatte, zappelte das Leder meist auch im Netz. Aber ja, nichtsdestotrotz hat man sich dann eben dazu entschieden, den Vertrag aufzulösen. Sascha Mölders bisher noch ohne neuen Verein, wird immer wieder mit anderen Drittligisten in Verbindung gebracht, vor allem der Hallische FC soll dran sein an ihm. Ja, und eigentlich ist er auch so ein bisschen für viele andere Fußballsympathisanten immer sehr interessant gewesen, weil er eben einer der Profis war, die nicht so glatt gebügelt sind, die im Interview auch mal sagen, was sie denken, die irgendwie sie selbst geblieben sind. Und das ist natürlich, denke ich, sportlich schon ein Verlust, den 1860 jetzt erstmal in der Rückrunde auffangen muss. Jetzt müssen wir aber erstmal aufpassen dort. Eckball auf den kurzen Pfosten wird verlängert. Kolke muss raus, ist mit einer Faust da. Ah, und der Abschluss dann zum Glück, ja, in den Himmel. Keine Gefahr, aber
sehr, sehr auffällig hier, dass die Münchner mit vielen Eckbällen bzw. mit vielen Abschlüssen auch aus der zweiten Reihe dann eben zu solchen Standardsituationen kommen. Und das wissen wir am besten, dass Standardsituationen sehr, sehr gefährlich sein können. Haben ja schon mehrere Tore erzielt. Jetzt aber hier erstmal die Abseitsstellung dort von Kevin Schumacher. War eigentlich ein guter Laufweg unseres linken Flügelspielers, der da auch wirklich immer sehr viel Tempo mitbringt, in jeder Partie nach vorne und nach hinten ackert. Und für mich und für viele andere vielleicht auch so ein bisschen die Überraschung der Saison bisher ist. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Kam ja vor der Saison aus Havelse, also guter Sprung gemacht. Ist mit den Rand-Hannoveranern, kann man ja sagen, aus der vierten Liga in die dritte Liga aufgestiegen. Und er selbst persönlich dann also direkt zwei Ligen hochgegangen in die zweite Liga. Auch Jens Hertel sagte vor gar nicht allzu langer Zeit, dass er nicht gedacht hätte, dass Kevin Schumacher schon so viele Einsätze bekommt. Aber ja, nun hat er sich da ein bisschen festgespielt, aber auch sein Konkurrent Strelli Mamba macht da jetzt mal Tempo über die rechte Außenbahn, dringt in den Strafraum ein, macht das gut alleine gegen zwei Gegenspieler, wartet natürlich, dass jemand mitkommt und der Querpass kommt da nicht an, weil 68 gut verteidigt. Aber da wurde es gleich mal gefährlich und gefährlich. Jeppe, wird es jetzt vielleicht auch mit dir hier am Mikro. Ja. Herzlich willkommen. Ist, glaube ich, dein zweiter Einsatz am Fanradio-Mikro, oder? Kann ja, das sein? Vielen Dank. Jetzt gerade eben etwas leicht verspätet hinzugestoßen zu dir. Hatte ein bisschen mit ein paar Problemen am Einlass zu tun. Aber jetzt wollen wir uns aufs Spiel konzentrieren, wo es gleich einen Eckball für unseren FC Hansa geben wird. Jeppe, erzähl mal ein bisschen vielleicht zu deiner Person für die Fanradio-Zuhörer oder YouTube-Zuschauer, die dich noch nicht so kennen. Du bist ja auch beim FC Hansa Rostock tätig in der Abteilung Vermarktung. Was genau ist denn da so dein Aufgabengebiet? Ja, genau richtig. Also ich bin in der Abteilung Vermarktung, wie du schon sagst. Wir kümmern uns dort um alles rund um das Thema Sponsoring. Bedeutet sowohl die Auslastung im VIP-Bereich als auch werbliche Möglichkeiten im Rahmen unserer Partnerschaft mit unseren Sponsoren. Ja, und in diesem Zuge haben wir nun auch einige Partner, die mit in die Türkei gereist sind. Mhm. Und genau, diese gilt es auch zu begleiten hier. Ja, sehr schön. Wie ist denn so das Feedback, beziehungsweise ihr seid ja, glaube ich, gestern angekommen am Donnerstag. Wie ist denn so die erste Meinung zum Hotel, zur Anlage, aber vielleicht auch das Feedback der Sponsoren? Sind sie alle glücklich, hier zu sein? Ja, ich glaube, ich rede da für alle Sponsoren. Wir sind rundum zufrieden. Jetzt sind wir auch vollzählig, was das Team der Sponsoren eben angeht. Es wird der Mannschaft sicherlich nicht anders gehen. Es sind Top-Möglichkeiten. Das Wetter spielt bislang auch mit. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein erfolgreicher Test. Ja, das ist richtig. Unsere Kogge jetzt erstmal im Ballbesitz, in der eigenen Defensive, also aus dem Eckball. Keine Gefahr entstanden. Simon Rein macht den Weg nach hinten, bietet sich an, holt sich das Leder ab und dribbelt dann erstmal an, entscheidet sich für den Pass nach außen. Haris Duljevic finde ich im Zentrum sehr, sehr gut aufgehoben. Tauter finde ich immer so ein bisschen mehr auf als auf den Außenbahnen, weil er eben auch diese Technik, aber auch das Auge hat für gefährliche Pässe oder Tiefpässe, wie jetzt hier auch in dieser Situation. Rizzuto mit dem Flankenball und Verhoek wäre fast rangekommen. Da hat ein guter Meter gefehlt, oder? Ja, da hast du gerade den großen Vorteil von Haris Duljevic hervorgehoben. Wenn er sich dort etwas fallen lässt, durchs Zentrum kommt und wie aufs Wort, spielt er da einen guten Doppelpass und den perfekten Pass in die Spitze für Calogero Rizzuto, der den Ball in die Mitte bringt. Und ja, da hat nicht viel gefehlt. Kommt ja vielleicht jetzt noch. Ich hatte eben auch schon angesprochen, dass 60 bisher gerade bei Eckbällen gefährlich geworden ist. Vielleicht werden wir es jetzt auch. Simon Rein auf den zweiten Pfosten. Rosbach! Und was eine Parade. Da, Haris Duljevic noch mit der Möglichkeit zum Nachschuss. Aber ja, unsere Kogge wird immer gefährlicher. Guter Versuch da auch von Damian Rosbach per Kopf. Kommt da ja ziemlich unbedrängt, doch fast auf Höhe des 5-Meter-Raums zum Kopfball. Ja, muss der Helm den das nächste Mal doch noch irgendwie über die Linie drücken. Liebevoll wird er von der Mannschaft manchmal auch Helmut gerufen. Finde ich immer eine lustige Anekdote. Mal schauen, vielleicht hat er ja demnächst nochmal Glück. In Erinnerung ist mir auf jeden Fall immer noch sein Kopfballtor gegen Kaiserslautern, damals 96. Minute in der Aufstiegssaison. Sehr, sehr emotional gewesen. Ich würde ihm gönnen, dass er mal wieder auch offensiv dann beim Eckball in Erscheinung tritt und sich nochmal ähnlich freuen darf. Ja, also unvergessen natürlich der Treffer damals von Damian und
Was es am Ende genützt hat, das haben wir natürlich gesehen am Ende der Saison. Und ja, ein Punkt weniger hätte es ja auch nicht sein dürfen. Dementsprechend ist richtig. Gold richtig da an der Stelle zu treffen. So, erstmal in Ruhe wieder hier. Der nächste Angriff wird dort aufgebaut über Thomas Meissner, der heute den Vorzug erhalten hat. Spielt raus auf Rizzuto. Der versucht es direkt, vielleicht ein bisschen überhastet in der Situation. Aber auch gutes Positionsspiel der 60er, die den Ball hier abfangen können. Meistens nimmt Kolke nochmal mit und dann erstmal viel Zeit und viel Raum auch für Nico Neidhardt, der dann immer wieder gerne andribbelt. Diesmal entscheidet er sich für den langen Ball. Schumacher macht den Ball gut fest, legt per Brust ab auf John Verhoek, der alleine gegen drei. Ja, und da ist dann eben auch Endstation. Aber er setzt gut nach und holt sich den Ball erstmal zurück. Vielleicht jetzt erstmal wieder auf Ball halten gehen. Ja, aber schönes Gegenpressing da, genau in dieser Szene. Haben Schumacher zusammen mit Verhoek wirklich gute Arbeit geleistet. Auch das ganze Team steht vergleichsweise hoch, auch wenn die 60er den Ball am Abstoß liegen haben, stellen sie direkt zu. Ja, davon gerne mehr. Da ist auch schon direkt der nächste Ballgewinn. Simon Rein hat jetzt ein bisschen Zeit, beruhigt das Spiel hintenrum auf Damian Rosbach. Genau, Rosbach jetzt auch wieder am Ball, also dort der Antreiber in der Defensive, nimmt John Verhoek mit, ja, vielleicht keine perfekte Ballmitnahme, aber es reicht. Rizzuto jetzt dort am Leder, entscheidet sich das Spiel nochmal ein bisschen ruhig zu machen, etwas Tempo rauszunehmen und dann erfolgt jetzt der Seitenwechsel auf Nico Neidhardt. Da werden also auch die Gegenspieler erstmal ein bisschen zum Laufen gebracht, Fröde versucht es mit einem tiefen Ball, aber da wären wahrscheinlich gleich zwei Gegenspieler dazwischen gewesen. Nichtsdestotrotz, was du eben schon angesprochen hast, Jeppe, das Gegenpressing, finde ich, setzen unsere Jungs bisher sehr, sehr gut um. Sofern der Ball vorne weg ist in der Offensive, stürmen sie gleich wieder alle auf die Gegenspieler rauf und versuchen so eben den Ball dann auch schnell zurückzuerobern. Ja, da bleibt es natürlich abzuwarten, wie da die taktische Marschroute von Jens vorgegeben wurde. Mal schauen, wie lange unsere Jungs da Vollgas geben werden. Aber ich meine, wir sind hier natürlich im Trainingslager, da gab es einige Einheiten und nichtsdestotrotz bringt jeder Meter, der da wehtut, im Endeffekt natürlich auch wichtige Körner für die umso wichtigere Rückrunde. Demzufolge ist das wahrscheinlich genau die richtige Herangehensweise. Richtig, jetzt erstmal die Löwen hier im Angriff. Meissner ist dazwischen mit einer Bogenlampe. Rosbach verliert den Zweikampf, bekommt aber in dem Fall das Foul gegen sich zugesprochen. Und ja, dann geht es mit Ballbesitz für unseren FC Hansa weiter. Ich bin vorhin schon auf einige Personalien von 1860 eingegangen, Jeppe. Aber ein ganz interessanter Spieler ist natürlich noch Merville Biancardi. Ich habe ihn vorhin schon gesichtet, sitzt bisher noch auf der Bank und ist aber nach wie vor ein guter Scorer in der dritten Liga. Ich habe mir dort mal die Statistik rausgesucht, also hat 18 Einsätze bisher in der dritten Liga bei 1860 München diese Saison erhalten. War auch immer unumstrittener Stammspieler, also hat immer begonnen. Lediglich zwei Spiele verpasst und das waren nämlich die letzten beiden aufgrund von muskulären Problemen. Und ja, konnte schon 5 Tore und 3 Vorlagen beisteuern. Das ist jetzt also sein Weg, nachdem er ja damals von uns den Weg in die zweite Liga gesucht hat, zum FC Heidenheim gewechselt ist. Und denke ich, war es halbwegs zu verschmerzen, auch wenn wir natürlich einen guten Spieler verloren haben. Es war irgendwie nachvollziehbar, dass er gerne zweite Liga spielen wollte, was wir zu dem Fall ja leider noch nicht machen konnten. Und danach, als es dann dort eben nicht so geklappt hat, hat er jetzt eben den Weg zurück in seine Heimat München gesucht. Ja, und da scheint es ja, wie du schon gesagt hast, für ihn ganz gut zu laufen. Sicherlich eine gute Torquote für ihn da in den 18 Einsätzen. Dass er weiß, wo das Tor steht, hat er, glaube ich, schon damals bei uns ganz gut unter Beweis gestellt. Hat er nicht ohne Grund damals auch das Interesse von Vereinen aus der zweiten Liga auf sich gezogen. Nichtsdestotrotz schaue ich auf die jetzige Situation. Ja. Und da wäre es sicherlich besser für ihn gewesen, wenn er geblieben wäre. Das ist richtig. Und ich glaube, da wird sich auch der ein oder andere freuen, weil ich glaube auch, dass Merv da durchaus das Potenzial hätte, bei uns in der zweiten Liga auf mehrere Einsätze zu kommen. Vielleicht sehen wir ihn ja nachher noch. Mal schauen. Vielleicht, wenn sich es ergibt, gibt es ja auch noch ein Interview bei Hansa TV. Da könnt ihr also natürlich auch im Nachhinein dann gerne nochmal reinschauen. Interviews wird es auf jeden Fall geben, ob wir Merv erwischen. Können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber wir werden es zumindest versuchen. Ja, das alles können wir euch erzählen, weil in den letzten Minuten im Spiel nicht mehr so viel passiert ist, ne? Nee, man muss sagen, die Minuten, die ich jetzt vom Spiel bislang gesehen habe, die hatten bis auf die eine gute Möglichkeit nach der Standardsituation für Damian Rosbach doch dann etwas weniger zu bieten.
Nichtsdestotrotz, unsere Jungs bleiben da beim relativ hohen Pressing, stellen auch wieder diesen Abschluss zu. Dementsprechend bleibt da nichts anderes übrig, als den Ball lang zu schlagen. Ja, und die 60er stehen natürlich auch etwas tiefer. Relativ gut gestaffelt bislang noch. Genau, jetzt haben wir einen Ballverlust. Ein Seitenwechsel ist ein bisschen schief gegangen, aber ja, die Situation gut, mit einem V-Spiel durch Nico Neidhardt beendet. Wird es einen Freistoß aus dem Halbraum geben. Genau, also auch das in den letzten Einheiten immer wieder von uns geübt worden. Freistöße, seitliche Freistöße, Freistöße aus dem Halbfeld, Eckballvarianten. Jetzt sind wir mal gespannt, was sich hier die Münchner ausgedacht haben. Kapitän Stefan Lex steht zwar bereit, wird es aber nicht machen. Stattdessen ja eine komische Bogenlampe von Richard Neudecker dort in den 5-Meter-Raum, wo einzig und allein Markus Kolke stand, der das Spiel jetzt erstmal ruhig macht. Und ja, dann können wir, denke ich, in aller Ruhe wieder eröffnen über Haris Duljevic, der sich auch immer wieder auf die rechte Seite fallen lässt. Also auch da ist noch nicht ganz klar. Theoretisch hatte ich die Info direkt aus dem Trainerbüro von Ronny Thielemann, dass Strelin Mamba auf der 10 spielt. Hat sich dann in den ersten Minuten doch eher auf die rechte Außenbahn orientiert und Haris dafür in die Mitte. Jetzt tauschen sie aber auch beide mal die Positionen, also auch da sehr variabel im Offensivspiel. Ja, scheint mir da auch sehr flexibel zu sein. Du hattest es ja angesprochen, Haris Duljevic hat sich schon ab und zu die Bälle auch tiefer und eben auch zentral geholt. Nichtsdestotrotz, die Schnelligkeit brauchen wir nicht drüber reden. Bei Strelin Mamba immer wieder ein Thema, dem zufolge ist es natürlich eine super Waffe, da über die Außen zu kommen. Aber sie lassen sich da nicht ausrechnen. Jetzt mal ein Versuch eines langen Schlags von 1860 hinten heraus. Ja, Schiedsrichter pfeift nicht oder entscheidet nicht auf Abseits. Aber Meißner verteidigt da stark. Ja, ja, gibt auch es Abstoß, gibt zeigt zumindest der Linienrichter an. Also dort ja, gut gemacht von unserem Innenverteidiger-Duo Rosbach und Meißner, die das da zusammen gut gelöst haben und die Situation entschärft haben. Jetzt geht es dann erstmal weiter über Simon Rhein. Finde ich, war ja in der letzten Saison so ein bisschen das Puzzlestück für den Aufstieg, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Weil man eben doch zur Halbserie gemerkt hat, ach Mensch, so im Zentrum so ein bisschen mehr Ballsicherheit, vielleicht auch mal so ein gefährlicher Pass würde uns gut tun. Und genau so einen hat Pike dann da eben gefunden und im Winter noch verpflichtet. Und damit kam dann auch so nochmal so ein, zwei Pünktchen, finde ich, kamen dann da nochmal mehr, die vielleicht am Ende auch entscheidend waren. Ja, das hat man, glaube ich, auch alleine in der Punkteausbeute gesehen, die wir dann auch, ja, gerade um eben diesen Rückrundenstart dann auch geholt haben. Da ging das mit vielen Siegen einher. Ich glaube, die ersten 5 Partien wurden 4 Spiele gewonnen, wo Simon Rhein mitgewirkt hat. Das war natürlich eine riesen Ausbeute und sicherlich auch mitunter ja, ihm zu danken. Hat natürlich auch noch sehr, sehr gute Standards immer wieder parat gehabt. Das haben wir im letzten Jahr, haben wir auch dieses Jahr schon wieder gesehen, gerade aus dem Halbraum, scharfe Bälle. Du hast es angesprochen, die wurden auch heute wieder trainiert in der Vormittagseinheit. Und schauen wir mal, ob sich das doch noch auszahlt. Einmal wurden wir ja schon in der Hinsicht gefährlich. Genau, und hinzu kommen eben noch seine Standards. Also falls Nick Omladic mal fehlt, wie es aktuell auch leider wieder der Fall ist, ist eben Simon Rhein dann auch ein gefährlicher Linksfuß, der den Ball da immer wieder gut reinschlägt, präzise reinschlägt, aber auch scharf reinschlagen kann. Also das ist sicherlich auch nochmal eine Qualität. Ja, das finde ich eher Achters, weil er so das Bindeglied zwischen Angriff und Defensive ist, während sein Partner heute auf der 6 Fröde halt eben derjenige ist, der vor der Abwehr dann richtig aufräumt. So, ne? Wie so ein, eigentlich ja, hat er auch die Statur eines Innenverteidigers, aber ist dann eben jemand so eine Art Staubsauger und nicht so der Wadenbeißer. Ja, ich glaube, bei den beiden sind die Aufgaben ja, relativ ja, klar verteilt. Also kommt ein hoher Ball, ist es relativ selten, dass Simon hochsteigt, sagen wir es mal so. Nächster Angriff jetzt über die linke Seite. Mittlerweile nach gut gespielten 25 Minuten hat unsere Kogge hier etwas mehr vom Spiel, finde ich. Mehr Ballbesitzphasen. Die Löwen lauern so ein bisschen auf Konter, sind da bisher auch nicht ungefährlich. Also auch da müssen wir immer achtsam sein. Markus Kolke jetzt erstmal mit dem Ball auf Simon Rhein, der sich den da wieder gut abholt. Schumacher macht einen Laufweg. Ja, da könnte es interessant werden. Erstmal aber der Weg ins Zentrum und dann ja auch der Freistoß, den Calogero Rizzuto dort rausholt, ist ja der Spieler mit den meisten gelben Karten in dieser Saison in der zweiten Liga. Ist mir jetzt auch erst in den letzten Tagen bewusst geworden, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. 8 Stück sind es, glaube ich, an der Zahl. Aber er sagte, das ist eine Statistik, die ihn eigentlich nicht interessiert. Letzten Endes waren es alle wichtige Fouls, die er alle wieder so machen würde, weil dann eben Konter unterbunden wurden und damit dann vielleicht auch ja, gefährliche Torchancen des Gegners nicht zustande kamen. Und deswegen ja, denke ich auch, zu Recht
oft die richtige Entscheidung, dann einfach auch mal eklig zu sein und das Foul eben zu ziehen. Ja, absolut. Wie du schon gesagt hast, ist er absolut kein unfairer Spieler, bringt einfach eine gesunde Härte mit, die man natürlich auch braucht in der Liga. Und hat da schon den einen oder anderen ja, wichtigen Gegenstoß sicherlich verhindert. Tut natürlich nur weh, wenn es dann mal zum Ausfall kommt, weil ich glaube, er hat da wirklich schon gute Leistung gebracht. Jetzt sind wir mal im letzten Drittel. Nico Neidhardt bringt eine Flanke. Ja, John Hook kommt nicht ganz dran. Calogero versucht es dann. Ja, und es gibt den Eckball. Leicht abgefälscht. Sein Versuch noch aus der zweiten Reihe. War der Winkel auch ein bisschen spitz geworden. Aber eine weitere Chance für unseren FCH, nun unter Beweis zu stellen, was wir angesprochen haben, die Qualität über die Standards. Genau, und da ist jetzt eben der eben angesprochene Simon Rein, steht bereit mit seinem linken Fuß. Also wird der Ball, denke ich, ähnlich wie vorhin auch, als es gefährlich wurde, zum Tor hingeschlagen. Auch wenn Rizzuto sich da jetzt nochmal dazugesellt und vielleicht einen kurzen Ball antäuscht. Ball geht auf den zweiten Pfosten, wieder auf Rosbach, wieder kommt er ran. Aber der Ball dann doch gut 2 Meter links am Aluminium vorbei. Und da brauchte Hiller diesmal nicht so klasse und so plötzlich parieren, wie es vorhin der Fall war. Ja, nichtsdestotrotz gut der Zug zum Ball, da wieder von Damian Rosbach, kommt ja nicht ohne Grund schon zum zweiten Mal wieder zum Kopfball. Und auch wieder stellen wir vorne den Abschluss zu. Trotzdem, die 60er versuchen es diesmal mal kurz, aber dann doch der Verteidiger so viel Druck bekommen, dass er den Ball dann doch wieder lang klärt. Und schon ist der Ball wieder in den Reihen unseres FC Hansa. Und da muss man sagen, wir haben wirklich die Spielkontrolle inzwischen übernommen, auch wenn das bislang noch sich relativ schwierig gestaltet, dann auch in die letzte Kette oder hinter die letzte Kette zu kommen. Ah, die 60er stehen da doch etwas tiefer und machen das bislang auch recht ordentlich. Ja, Jepp, und ich habe in der Zwischenzeit nochmal auf meinen kleinen Spickzettel geguckt, der die Aufstellung von 1860 bereithält. Und mir ist aufgefallen, dass Mavi Biancardi gar nicht draufsteht. Also der ist zwar da, aber ich schätze, dass dann die muskulären Probleme vielleicht, die er zum Ende des vergangenen Jahres hatte, noch ein bisschen mit in das neue Jahr mitgenommen hat und vielleicht dann heute also nicht gegen seinen ehemaligen Club zum Einsatz kommen wird. Auch bei uns ja 2 Akteure noch leicht angeschlagen, auch mit Wiewechen aus dem letzten Jahr, Nick Omladic, bisher im Trainingslager noch nicht wirklich am Mannschaftstraining teilgenommen, viele Runden gelaufen, teilweise auch im Hotel gewesen. Also bei dem fehlt es noch ein bisschen. Da hoffen wir natürlich auf ein baldiges Comeback, ebenso wie bei Hanno Behrens, einer oder wenn nicht sogar der erfahrenste Spieler im Kader bei uns. Auch dem zwickt es noch ein bisschen am Sprunggelenk, dachte eigentlich, dass er schon wieder fit sei, hat auch im Mannschaftstraining teilgenommen in den ersten Tagen, aber dann eben gemerkt, dass es doch noch nicht ganz so geht und nicht zu 100% eben den Status erreicht hat, den er gerne hätte. Und dann hat er auch nochmal einen Gang zurückgeschaltet, viel individuell gemacht, einige Läufe zusammen auch mit Athletiktrainer Björn Bornhold. Und da müssen wir jetzt also auch abwarten, wann dann Hanno Behrens zurückkehren kann. Letzten Endes im Mittelfeld sind wir, glaube ich, zwar gut besetzt, aber seine Erfahrung ist natürlich dann nochmal ein Stück weit was anderes und seine Qualität auch mit den gefährlichen Schüssen aus der zweiten Reihe, das haben wir gerade in der Hinrunde gesehen, ich glaube 3 Buden hat er gemacht, waren dann doch eben eine Qualität, die vielleicht jetzt andere bisher zumindest noch nicht so in den Pflichtspielen beweisen konnten. Ja. Und dann auch zumal sehr sehenswert, ne? Wenn ich an das Tor gegen Hannover zurückdenke oder das wichtige Tor auch im Heimspiel, das sind wichtige und vor allem auch sehenswerte Treffer aus der zweiten Reihe gewesen. Ja, und da gilt es natürlich jetzt das richtige Maß zu finden. Sicherlich möchte er so schnell wie möglich genauso wie Nico Mladic wieder eingreifen. Trotzdem sind wir natürlich hier, um das Ganze auch nicht zu überstürzen und uns gut auf die Rückrunde vorzubereiten. Und ist das Ganze natürlich viel wichtiger, dass die Jungs dann wieder fit sind, wenn es wieder losgeht. Auch wenn es bedeutet, dann vielleicht hier bei so einem Test nochmal zuschauen zu müssen. Absolut, absolut. Und mit Hannover und dem Rückrundenstart hast du gerade schon eine gute Überleitung geschaffen. Am 14. Januar, also exakt heute in einer Woche, eröffnet unsere Kogge sozusagen den nächsten Spieltag, eben mit dem Freitagabendspiel gegen Hannover 96. Das Hinspiel konnte ja mit 3:0 gewonnen werden. Und beim Blick auf die Tabelle könnte es ein sehr wichtiges Spiel werden, wenn man den Gegner auf Abstand halten möchte, Jeppe, oder? Ja, ganz entscheidendes Spiel. Das sind sich die Jungs oder dessen sind sich die Jungs sicherlich auch bewusst. Wir würden natürlich uns alle sehr freuen, wenn das nochmal so gestaltet werden könnte, wie das dann wirklich auch beim Auftakt der Fall gewesen ist. Das war ja wirklich ein Wahnsinnsspiel, was unsere Kogge da oder unsere Jungs da abgeliefert haben. Aber dass das Ganze nicht noch einmal so
Leicht war es sicherlich damals schon nicht, aber dass das Ganze umso schwieriger wird, das nochmal zu wiederholen, das Kunststück, das ist, glaube ich, auch allen klar. Ja. Und jetzt hier mal ein... es war auch ein härteres Einsteigen, da zu Recht finde ich die Proteste hier der Löwen. Fröde kam da zu spät, hat seine langen Gräten ausgefahren. Es erfolgte ein kurzer Schrei dort auch auf Seiten der 60er. Schiedsrichter erstmal noch mit einer klaren Ansage. Ja, jetzt nimmt er sich Fröde nochmal zur Brust, wird nochmal gesprochen. Wird nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum. Und ich denke, das ist dann auch die letzte Ermahnung. Gerade in solchen Testspielen steht natürlich die Fairness dann über allem. Und ich denke, dass sich hier keiner groß eine Karte abholen möchte. Ja, aber auch hier sicherlich der Einsatz. Ja, die beiden unterhalten sich auch gerade nochmal über die Szene von eben. Scheint eine etwas unterschiedliche Auffassung zu sein. Ja, und Markus Kolke schlägt den Ball jetzt einmal lang. Ja, Kopfball, Streli Mama scheint den Ball, ja, verlängert da den Ball. Wird Dunovic den Ball noch erreichen? Ja. Also hat er gut gemacht, hat er dem Gegenspieler einen kleinen Schubser gegeben. Deswegen wäre es fast zur Ecke gekommen, aber dann die 60er eben doch noch dazwischen und somit dann der Einwurf. Wobei sie natürlich eigentlich den Abschluss für sich selbst herausholen wollten. Und auch jetzt Dunovic dort mit einem guten Zweikampf, mit einer schönen Aktion, holt den Freistoß raus. Ja, ein bisschen näher zum Tor als die Eckfahne, aber letzten Endes sollte es hier ähnlich aussehen wie bei einer Ecke, denke ich. Ähnliche Position. Wenn ich es richtig gesehen habe, ein schöner Tunnel da von Harris und das wollte er sich natürlich nicht gefallen lassen da. Richard Neudecker war das, wenn ich das richtig gesehen habe, der da getunnelt wird und da bleibt ihm nichts übrig, als Harris da mit einem Foul zu stoppen. Gibt natürlich die nächste gute Möglichkeit nun für Simon Rein beim ruhenden Ball. Genau, und jetzt auch die Hansa-Fans hier, die hier mal aufwachen und diesen Standard dann mit Chören begleiten. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen mithören am Mikro, weit sitzen wir nicht entfernt. Und jetzt der Ball erstmal reingeschlagen, flach von Simon Rein auf den zweiten Pfosten. Duljevic aus der Drehung, aber zuvor Stürmerfoul dort gepfiffen. Und damit kann dann auch aus diesem Standard erstmal keine Gefahr entstehen. Ja, nun wieder die 60er im Aufbau. Das Mittel dann doch oftmals der lange Ball, so auch hier in dieser Szene. Und auch der ist unerreichbar. Aber da muss ich sagen, steht unser Kogge bislang doch relativ sicher. Da fällt den 60ern doch noch relativ wenig ein, als dann doch mal den Weg über einen langen Ball zu suchen. Schauen wir mal, wie sie es in den kommenden Minuten noch gestalten. Wir haben noch knapp eine Viertelstunde zu gehen hier in der ersten Halbzeit. Bislang fehlt es noch ein wenig an aufregenden Szenen aus dem Spiel. Das kann sich jetzt direkt ändern. John Fook, ein paar Probleme bei der Ballmitnahme und so der Ball wieder weg. Genau, also etwas über eine halbe Stunde gespielt. Spielstand immer noch 0-0, torlos, aber das kann sich jetzt vielleicht ändern. Schumacher dort kann aus der zweiten Reihe mal abziehen. Hat eigentlich einen Pfund, will den Freistoß. Und ich finde, ein bisschen glücklich, dass er den bekommt. Kann man sicherlich geben, aber es war jetzt kein riesiger Kontakt. Nee, dass man ihn geben muss. Das nicht, aber ich glaube, man sieht es ganz gut. Er hat dann natürlich, wenn er ins Tempo kommt, eine enorme Qualität über seine Geschwindigkeit. Der spitzelt er den Ball vorbei, ist im vollen Tempo und da reicht manchmal schon ein kleiner Schubser. Demzufolge, für mich ein berechtigter Freistoß und eine wirklich gute Position nun. Ja. Wir dürfen gespannt sein, wer den Ball tritt. Das führt mich zu einer Anekdote aus dem Vormittagstraining heute. Ja. Da wurden nämlich genau Freistöße aus solchen Positionen geübt und aus halb linker Position stand immer Calogero Rizzuto bereit, der sich da jetzt auch schon wieder hinstellt. Und aus halb rechter Position immer Simon Rein. Ich bin zu Simon Rein gegangen und habe gesagt, komm, schieß doch mal einen rein, nur für die Kamera, weil ich mich ja dann um die Social-Media-Kanäle kümmere, gerade auch um die Insta-Story in dem Fall. Und Simon sagte, nee, film mal nicht, ist zu viel Druck. Und dann schießt er und der Ball ist drin. Und dann sage ich, na toll, das hätte ich auch filmen können. Und alle Male danach habe ich fünfmal draufgehalten und ging der Ball natürlich sonst wohin. Ja, ist natürlich Quatsch. Du hast natürlich danach nicht mehr gefilmt. Das war der einzige Versuch, der einzige Treffer. Und so richtig, jetzt auch richtig. Hier unter Druck. Calogero Rizzuto, mal gucken, was er aus dieser Szene macht. Der Ball abgefälscht. Immerhin Eckball. Vom einen Standard zum nächsten. Und jetzt wahrscheinlich wieder eine Sache für Simon Rein. Jetzt sind es doch schon gehäufte Möglichkeiten, da per Standard dann doch mal zum Erfolg zu kommen. Mal schauen. Bisher haben wir zwei lange Bälle dort gesehen auf den zweiten Pfosten, auf den Kopf von Damian Rosbach. Mal schauen, ob es bei der Variante bleibt oder ob wir jetzt auch mal variieren.
Simon gibt das Zeichen, kann losgehen. Diesmal auf den ersten Pfosten. Und da hat Lukas Fröde gelauert. Ja, und trotz seiner gefühlt 20, oder ja, 20 Meter sind es nicht, aber 2 Meter kam er dort nicht an den Ball. Ja, und aus der zweiten Reihe sicherlich auch zum Teil, um die Situation gar nicht brenzlig werden zu lassen, dort Kevin Schumacher mit einem guten Versuch, auch wenn er dann letztendlich doch deutlich 3-4 Meter neben dem Tor einschlägt. Der nächste Abschluss und ja, die 60er tun sich jetzt mehr und mehr schwerer, dort das Spiel auch offen zu gestalten und den Ball von hinten raus zu eröffnen. Das merken natürlich auch die Fans und umso besser wird hier auch langsam die Stimmung. Korrekt. Und während die Stimmung besser wird und wir uns dafür bei unseren Fans natürlich bedanken, gilt auch erstmal ein Dank an alle Zuschauer. Ich sehe, wir haben hier 2400 Live-Zuschauer gerade und das ja, zur Mittagszeit in Deutschland, also ganz, ganz großes Kino. Vielen Dank, dass ihr uns hier verfolgt und ja, vielleicht als kleines Präsent, vorhin haben wir ihn erwähnt, Sascha Melders, die Fans waren mal wieder aufmerksam, Jeppe, und haben ihr Informationen zugespielt. Ja. Er hat einen neuen Verein gefunden, er wird künftig für Groß Asbach auflaufen, in der Regionalliga dann also im Einsatz und ich denke, ja, wenn er in der dritten Liga schon knipsen kann, wird er das in der Regionalliga als recht können, oder? Ja, das hat er ja dann doch unter Beweis gestellt. Was genau jetzt dort in München vorgefallen ist, das ist sicherlich eine andere Geschichte, warum es da zu einer Trennung gekommen ist. Ja, hat, glaube ich, in der letzten Saison den Löwen wirklich gut getan. Dadurch wurde es dann ja auch spannend ja, im Aufstiegskampf mit uns, im direkten Zweikampf. Aber natürlich hat es am Ende für uns gereicht, wie wir alle wissen. Und jetzt schauen wir mal, wie er für Groß Asbach auf Torejagd geht, wie erfolgreich da noch sein wird. Wird ja auch nicht jünger. Richtig, richtig. Für uns geht jetzt erstmal Strili Mamba auf Torejagd, wurde dort weit geschickt mit dem Abschlag von Markus Kolke. Konnte ja sich dann aber den Ball dort nicht wirklich erhaschen und ja, am Ende dann auch mit dem Foulspiel, sodass die Löwen jetzt erstmal wieder im Ballbesitz sind. Michael Kölner in der Coaching-Zone ja, taktiert viel, geht viel von links nach rechts, also ist scheinbar gerade nicht so happy mit dem Auftritt seines Teams, während Jens Hertel bei uns wie immer erstmal ruhig steht, sich das Ganze anschaut mit einem nachdenklichen Blick. Und ja, eigentlich nur Emotionen zeigt, finde ich, wenn es mal nicht so läuft. Ja, aber das sind wir ja von unserem Cheftrainer da, denke ich, doch inzwischen ein Stück weit gewöhnt. Außerdem muss man ja auch sagen, dass er auch bislang noch relativ wenig aus dem Spiel letztendlich dann auch zu spannenden Szenen geführt hat. Und auch richtig, die Standards bislang, bis zu, auf die zwei Ausnahmen zu, relativ zu Beginn der Partie, dann doch auch noch nicht erneut für Gefahr sorgen konnten. Und da würde so ein Tor diesem Spiel natürlich auch gut gehen, gut tun. Das stimmt, definitiv. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen mit den vergangenen Spielen beider Teams beschäftigt. Also die letzten beiden Spiele gingen beide unentschieden aus. Ich hoffe, dass es heute nicht so ist und dass wir euch ja, hier vielleicht noch das ein oder andere Tor natürlich vor allem für unsere Kogge zeigen können. Insgesamt trafen die Teams 36 Mal aufeinander. Und das erste Mal 1993, also ich war da noch nicht mal geboren. Du glaube ich auch nicht, Jeppe. Nee. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, es gab einen 4-0 Sieg für unseren FC Hansa Rostock. Ja, die Sponsoren nicken. Ja. Jetzt kommt die Preisfrage, wer hat die Tore geschossen? Agali. Nee, Agali war leider nicht dabei. Dreimal Bodden und einmal Dove. Das waren damals die Torschützen. Und ja, sicherlich... ja, ein denkwürdiges Spiel, also beim 4-0-Erfolg, da bleibt sicherlich einiges hängen. Ja, aber Agali an der Stelle sicherlich auch kein schlechter Tipp. Ne? Definitiv. Hätte durchaus sein können. Hätte in jedem Spiel wahrscheinlich auch gestimmt, in jedem anderen. Ja, aber wo sich auch, sag ich mal, die jüngeren Zuhörer gut dran erinnern könnten, ist sicherlich, ja, der Kampf auch in den vergangenen Partien, nicht nur, dass es tabellarisch sehr spannend war. Ja. Ja, wenn ich an das Spiel in München zurückdenke, ja, da wird sich auch John sicherlich noch ganz gut dran erinnern können. Definitiv. Der ja damals dann doch auch runter müsste, relativ zeitnah zu Beginn. Oh. Ja, da gab es, glaube ich, heute auch vormittags einen kleinen Spruch von Nico. Nico Neid hat beim Aufwärmen, wo er sagte, aber nicht wieder in der 45. Gelb-Rot runter. Und während wir hier über diese Anekdote noch sprechen, hier ein guter Versuch von Harris aus der zweiten Reihe. Und da hat, glaube ich, aus unserer Perspektive nicht so viel gefehlt. So, 1860 jetzt mal mit dem Ball durchs Zentrum, ja, gut festgemacht. Jetzt könnte der Pass in die Spitze erfolgen. Ja, Fahne ging bisher noch nicht hoch. Spiel läuft erstmal weiter. Rosbach muss seine Position neu finden. Und ja, der lange Ball landet dann aber in den Armen
von Markus Kolke, weil dort unser Kapitän und ja, wie er oft so gut genannt wird, die Krake diesmal aufmerksam war, weit vor seinem Kasten stand und den Ball dann eben abfangen konnte. Jetzt erstmal Lukas Fröde, finde ich, der immer sehr, sehr viel Ruhe auch in den wichtigen Momenten ins Spiel bringt, sich jetzt natürlich auch immer wieder fallen lässt dort als Bindeglied und dann ja, teilweise dann auch als Dreier- bzw. Fünferkette eben im Zentrum agiert. Simon Rein jetzt erstmal eine Position davor am Ball, legt den Ball links raus zu Haris Duljevic, der wirklich überall ist in dieser ersten Halbzeit. Erst im Zentrum, dann rechts, jetzt links. Schauen wir mal, vielleicht kann das ja noch zu was führen. Schumi dafür jetzt also auf der rechten Außenbahn. Und auch das ist natürlich immer eine Gefahr. Gerade mit seinem ja, doch sehr guten linken Fuß kann er da natürlich in Robbenmanier vielleicht auch einfach mal reinziehen und den Ball dann ja, im Winkel versenken, oder? Oh, jetzt aber. Ja, ja, der Ball rutscht durch. Ah, der Assistent hebt dann doch noch nicht die Fahne. Aber klar. Und nichtsdestotrotz, die vielen Wechsel auch in unserem Positionsspiel macht es natürlich dann doch auch schwierig für die 60er da irgendwo Zugriff zu erhalten. Und da sieht man jetzt auch Strelimamba dem zufolge auf der linken Seite. Trotzdem jetzt mal die 60er im Ball. Ja, mit einem Seitenwechsel. Da ist jetzt mal ein bisschen Platz. Calogero muss dann in den Zweikampf. War ein paar Probleme bei der Ballmitnahme und dann doch demzufolge Abstoß für Markus Kolke, der sich den Ball zurechtlegt und wieder flach eröffnet. Das haben wir, glaube ich, jetzt durchweg gesehen. Wir sind da sehr bemüht, das Spiel flach zu eröffnen. Da haben wir uns auch sicherlich in den letzten Monaten deutlich auch weiterentwickelt. Du hast es angesprochen, sowohl Fröde als auch Simon Rein sind da wirklich sehr ruhige Aufbauspieler, die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn da mal angelaufen wird. Und jetzt wieder Harris aus dem Halbraum. Er hatte da eine Idee. John kommt entgegen, der Ball kommt in die Spitze und daher kleines Missverständnis. Ja, dann war der Ball weg, aber ich finde auch jetzt 1860, nachdem sie in den ersten paar Minuten, wo sie sich wirklich ein, zwei, drei gute Eckbälle erarbeitet haben, offensiv bisher sehr ungefährlich. Natürlich auch, weil unser FC Hansa das gut macht. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es waren neben den offensiven Schwerpunkten im Training eben auch das Verschieben ein wichtiger Bestandteil der letzten Einheiten. Und das klappt bisher hier noch sehr, sehr gut. Und ja, da ist dann eben das Verteidigen im Verbund, denke ich, das Zauberwort für dieses Spiel. Jetzt sind noch ungefähr 3 Minuten zu gehen in der ersten Halbzeit. Ich denke, beiden Teams ist jetzt auch schon so ein bisschen die Erschöpfung des Trainingslagers anzumerken. Darf man sehr gespannt sein, was in der zweiten Halbzeit noch passiert. Vielleicht auch, wer in der zweiten Halbzeit noch so kommt. Ronny Thielemann sagte mir vor der Partie, dass wir nur wenige Wechsler eigentlich eingeplant haben. Und das sind allesamt Hansa-Talente, Jeppe. Wir haben ja neben Theo Martens, der jetzt schon etwas länger zum Profikader zählt und aus der eigenen Jugend stammt, nämlich noch 3 weitere Leute von den jungen Hanseaten mit an Bord in diesem Trainingslager, die sich hier so ein bisschen beweisen dürfen. Das ist zum einen Innenverteidiger Benno Dietze, der in den ersten Tagen etwas angeschlagen war und leider nicht alle Einheiten mitmachen konnte. Zum anderen Felix Ruschke, Linksverteidiger vor allem, finde ich, hat das auch im Trainingsspiel sehr, sehr gut gemacht dort links auf der Außenbahn. Und nicht zuletzt dann eben noch Nick Stapanzev, der im Gegensatz zu den anderen beiden nicht mehr in der U19, sondern schon in der U23 spielt. Dem sieht man dann auch an, dass er so ein bisschen diese körperliche Spielweise schon etwas besser adaptiert hat und hat eben in der Oberliga sehr auf sich aufmerksam gemacht. Ist bester Torschütze dort der U23. Ich glaube, 9 Buden hat er schon. Hat dafür für Furore gesorgt, in jedem Fall. Genau, und ist ja auch erst 19 Jahre jung. Also von daher, vielleicht können wir uns da ja noch auf das ein oder andere Talent freuen, was vielleicht in mittelfristiger Zukunft dann hier den Sprung zu den Profi schafft. Jetzt aber erstmal Simon Rein beim Freistoß. Ja, zieht nochmal zurück, weil er glaubt, dass John da im Abseits stand. Für den Ball gleich reinbringen. In gewohnter Manier. Zweiter Pfosten, Damian Rosbach kommt nicht an den Ball, aber der 60er muss noch zwischen, klärt den Ball zur Ecke. Ja, Plan war da offensichtlich, dass Rossi den Ball dann nochmal querlegt, ne? Im Strafraum. Man sieht wirklich, dass die Jungs sich da einige, einige Varianten zurechtgelegt haben, sind da immer wieder variabel. Wir haben auch schon einen flachen Ball in den Rückraum gesehen bei der Ecke. Wir haben mehrere Varianten auf dem kurzen oder langen Pfosten gesehen. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Treffer. Ja, ich dachte, du meinst eine kurz ausgeführte Ecke, aber weil die haben wir noch nicht gesehen. Die kommt nämlich jetzt. Jetzt kommt sie. Wenn das gleichzeitig mit dem Treffer kommt, wollen wir noch zufrieden sein. Ja. Ist gefährlich. Harris am zweiten Pfosten bringt ihn auch direkt wieder rein.
Klepp bekommt ihn wieder, geht mal ins 1 gegen 1. Darf man gespannt sein? Ja. Kann ja gefühlt alles am Ball. Lässt dann den Gegner auch ein, zweimal verzweifeln. Ja, und jetzt schickt der Schiedsrichter die Teams dann sehr hier pünktlich in die Kabine. Sehr, sehr pünktlich. Ja, und wir melden uns dann gleich natürlich ebenso pünktlich zur zweiten Halbzeit zurück. Bis dahin. Bis gleich. Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. An der Küste und die Wellen schlagen hoch. Der Kuddel steigt vom Kudder und holt seine Buddel noch. Mein Herzig schließt ihr Fischgeschäft, sie ist montags wieder da. Sie treffen sich am Stadion zum Heimspiel von Hansa. Der FC Hansa kommt ins Spiel. Sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stehen frei.
weiß sind unsere Farben. An der Küste hier ein Pfeifkonzert, ein Jubelschrei am Kiosk, noch ein Bier. Ein Hexenkessel brodelt wie Mailand und Madrid. Und daheim vom Hafen hat seine Trommel mit. Der FC Hansa stürmt zum Tor. Und alle brüllen. Da kommt die Flanke und ein Schuss. Die Mannschaft spielt aus einem Guss. Hansa kommt ins Spiel. Sie sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stehen frei. Ein Eintritt für einen Hering und das Stadion immer voll. Jede Menge Tore für Hansa, das wäre toll. Und Freundschaft mit den Gästefans, sie sind genau wie wir. Sie lieben ihren Club und trinken gerne mal ein Bier. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Wie die Tür geht und den Kogel, den ich gut in der See.
FC. FCH. FC Hansa OE. Wie der Wind aufweht, wie die Dünung geht, unsere Kogge liegt ruhen in der See. FCH. FC Hansa OE. An der baltischen Küste, da bist du zu Haus. Den Männern des Landes hältst du es nicht aus. Der Strand an der Ostsee, das ist dein Revier. Dein Segelboot trägt dich ab in Stärke 4. Doch zweimal im Monat, da zieht es dich fort. Da gehst du in Zügen und Bussen an Bord. Mit Hansa geht's aus, fährst du, bist immer dabei. Mit den Jungs und im Korn, da fühlst du dich frei. Hansa Rostock, hier und dort. Mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, here and there. Hansa Rostock. Schwere See schaust du an und hoffst, dass es anders wird irgendwann. Dass es aufgeht mit Hansa, mit deinem Verein. Es darf dann auch mal europäisch sein. Der Gegner im UEFA Cup kommt hoffentlich dann aus einer Hafenstadt. Wann geht es mit Schiffen und Booten dorthin? Für Flugzeug und Auto, da fehlt uns der Sinn. Hansa Rostock, hier und dort. Mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, hier und there. Hansa Rostock. Doch ne Grobbuddel köm, so sieht man dich meistens auf Reisen gehen. Dann wird's Banner zum Segel, der Bus wird zum Boot, das Bier zum Sextanten, die Buddel zum Lot. Hansa Rostock, hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock. Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Hansa Rostock here and dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Wir sind zurück, Jeppe. Ja. Genau, pünktlich zur zweiten Hälfte. Beide Teams stehen schon bereit, nur die Schiedsrichter fehlen noch. Das heißt, wir können aber trotzdem schon mal einen Blick auf unsere Jungs werfen. Und wenn ich das richtig sehe, ja, deuten sich bisher noch keine Wechsel an. Ja, scheint genauso weiterzugehen.
zumindest personell, wie es auch in der ersten Halbzeit der Fall gewesen ist. Hoffentlich noch mit ein bisschen mehr Schwung auch aus dem Spiel. Ja, wir dürfen, glaube ich, gespannt sein. Ich denke schon, dass die Jungs hier durchaus gewillt sind, die Chance zu nutzen, die jetzt heute ran dürfen, um da auf sich aufmerksam zu machen. Richtig. Bei 1860 müssten wir einmal wahrscheinlich so ein bisschen die Rückentrikotnummern verfolgen, aber zumindest das, was wir hier so ein bisschen auf dieser Seite sehen, sehe ich noch keine Wechsel. 20, 31, 25, 15, 27 standen alle schon auf der Hälfte der Startelf-Spieler. Stefan Lex ist auch noch dabei im Zentrum. Linke Außenbahn können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen, aber scheinbar beide Teams ohne Wechsel. Und dann geht es ja auch schon los mit dem zweiten Durchgang. Einige von euch haben im Chat nach Nils Fröhling gefragt, unserem bisher einzigen Neuzugang. Schwedischer U21-Nationalspieler, kannte also auch Svante Ingelsson schon sehr, sehr gut. Kam von Kalmar FF und ist eigentlich ein linker Außenbahnspieler mit relativ viel Tempo. Das konnte er in den Trainingseinheiten hier vor Ort in Bilek auch schon das eine oder andere Mal andeuten. Rechtsfuß, also von der linken Seite, zieht er auch gerne dann mal nach innen. Heute sieht es so aus, als ob er hier noch keine Chance erhält. Vielleicht ist es ja morgen soweit, beim zweiten und letzten Testspiel dann hier vor Ort. Wir müssen aber erstmal dort defensiv aufpassen. Meissner dort, richtig und wichtig, dass er da zur Stelle ist. Fröhling spricht bisher überwiegend Englisch. Ist natürlich auch logisch, erstmal nur eine Woche beim Team gewesen bisher, muss also sich noch ein bisschen finden, integrieren. Ich denke, dass dann auch erst so in 2, 3, vielleicht 4 Wochen so die Abläufe, die Laufwege und all das Wichtige auf dem Platz dann sich einfinden. Und denke, dass wir ihn dann vielleicht auch in der Rückrunde schon das eine oder andere Mal auf dem Platz sehen können. Ja, für ihn sicherlich sehr, sehr wertvolle Momente hier jetzt auch in der Türkei mit der Mannschaft, mit den Jungs. Ja, das erste Mal auch in Kontakt zu kommen, dann in den Austausch zu gehen, ist sicherlich auch immer eine sehr, sehr wichtige Komponente, wie die Jungs auch miteinander dann auch agieren. Und demzufolge ist das, glaube ich, auch klasse für das Mannschaftsgefüge und für ihn eben umso mehr wert, um die Jungs auch dann einfach alle erstmal kennenzulernen. Und natürlich auch ein Stück weit zu sehen, wie läuft denn der Hase hier eigentlich? Ist ja auch immer die Frage, wie lässt sich der Quervergleich auch zu einer anderen Liga ziehen? Richtig. Wie ist das Tempo? Und da kriegt man, glaube ich, im Training doch super Eindrücke, um sich auch entsprechend dann auch ein Stück weit das Spiel anzupassen. Aber wir werden sicherlich auch in den kommenden Jahren da einigen Spaß an ihm haben können. Das denke ich auch. Jetzt schauen wir erstmal wieder auf die Partie. Rizzuto deutet da den Laufweg an, bekommt auch den Diagonalball von Lukas Fröde zugespielt. Und zumindest im Nachsetzen hat er ihn. Ja. Spielt weiter auf Schumacher, gute Platz, Flankenposition. Flanke. Ja, wird auch in die Mitte geklärt, die Szene ist noch nicht vorbei. Jetzt klären sie dann doch etwas weiter. Da war so die Strafraumbesetzung nicht ganz optimal. Schumi hat sich da für die Flanke auf den zweiten Pfosten entschieden. War eigentlich auch eine gute Idee, aber am zweiten Pfosten stand daneben niemand, der diesen Ball dort verwerten konnte. Aber unsere Kogge bleibt hier im Angriff, bleibt vor allem auch im letzten Drittel. Und Zeugwart Alexander Ogrins muss da jetzt einmal zur Tat schreiten, um das Spielgerät hier erstmal wieder in die Nähe unserer Akteure zu befördern. Jens Hertel dauert ist das ihm da. Ist ihm dann zuvor gekommen, genau. Möchte sicherlich ein bisschen mehr von seinen Jungs sehen und auch, dass da die Zeit nicht unnütz verstreicht. Genau. Der Ball bleibt im Spiel und Simon hat da ein bisschen Zeit zum Flanken. Der ist ein Stück weit über den Spann gerutscht. Genau, rechter Fuß, nicht sein starker Fuß. Ball driftet da dann etwas ab, geht sogar an Seiten aus. Aber erobert den Ball gleich zurück. Und jetzt erstmal Fröde dort auch weit rechts auf der Außenbahn am Ball. Nimmt Meissner mit. Der wird es erstmal etwas beruhigender Spiel, weil 1860 dort eben in Person von Stefan Lex gut angelaufen ist. Und jetzt also der nächste Aufbau. Mal wieder ein langer Diagonalball. John verlängert ihn. Da hat man nicht mitgerechnet, dass der Ball auch dann so gut durchkommt. Rizzuto, hat es natürlich immer schwer im Kopfballduell, trotz seiner guten Sprungkraft. Aber umso mehr setzt er 3, 4 Mal nach. Und da die Gerätsche ein Stück weit aus unserer Sicht, wird die durch die Auswechselbank versperrt. Aber das sah doch schon noch eine sehr offene Gerätsche aus da gegen Simon Rhein. Ja, der steht zumindest wieder. Ja, und Richard Neudecker scheint da nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung, aber für mich ein klares Foul. Ja, definitiv.
Ist er vielleicht noch ein Stück weit genervt von dem Tunnel von Haras Duljević in der ersten Halbzeit? Ja, oder von dem Foul von Fröder an sich. Schnell ausgeführt der Ball, gefährlich. Oh, da ist das Tor! Da ist es doch, das 1:0 durch John Verhoek. Ja, kleines Missverständnis da in der Kette. Schnell geschaltet. Ja, die Sprechchöre Auswärtssieg erfolgen dann hier auch schon auf Seiten der Hansa-Fans. Also gut getretener Ball dort von Simon Rein in die Spitze und dann ja großes Chaos bei den 60 Verteidigern, die sich dort nicht entscheiden konnten, wer den Ball klären soll. Am Ende hat es keiner gemacht und John Verhoek der Nutznießer. Ja, und das sorgt für den Knotenlöser hier. Die Fans haben jetzt auch endlich Grund auch für Freude und das macht Lust auf mehr. Definitiv und ist auch ein perfekter Start, so wie wir uns vorgestellt haben, hier für den zweiten Durchgang. Ja, wird jetzt auch spannend zu beobachten, werden jetzt sicherlich nicht gleich alles verändern, die 60er, aber mit einer Niederlage werden die hier sicherlich auch nicht nach den Test beenden wollen und demzufolge ja, bleibt abzuwarten, ob sie vielleicht ein Stück weit auch irgendeine Spielweise irgendwann umstellen werden, weil das war doch bisher relativ verhalten und es wird sicherlich spannend, das in den kommenden Minuten zu beobachten. Stehen jetzt auch mal etwas höher. Vielleicht das ist auch die Marschroute, aber wirklich angelaufen wird da nicht. Viel Platz für Calogero Suto, der das Spiel eröffnen kann mit einem Diagonalball. Auch der ein Stück weit abgerutscht. War eigentlich viel Platz für Nico Neidhardt gewesen. Ja, und jetzt vielleicht mal die Szene für die 60er, aber gut aufgepasst da von Fröde. Und schon sind wir wieder in der Grundordnung. Und die 60er müssen neu aufbauen. Ja, du hast es im ersten Durchgang gesagt, Jeppe, ein Tor würde der Partie gut tun. Jetzt also auch 68 hier in der Pflicht vielleicht etwas mehr für die Offensive zu tun, als es noch im ersten Durchgang der Fall war. Und vielleicht ja, entwickelt sich ja so ein offeneres Spiel. Ja, und was haben wir gesehen? Die angesprochenen Standards, da hat sich das Training am heutigen Morgen dann doch noch gelohnt. Ja, wobei die 60-Defensive hier auch kräftig mitgeholfen hat, finde ich. Also das darf man auch nicht vergessen. Das wollen wir nicht verschweigen. Große Abstimmungsprobleme. Ja, und so eine Variante, den Ball schnell auszuführen, lässt sich wahrscheinlich auch schwierig einstudieren. Ja. Aber dann ist es vielleicht auch einfach dem schnellen Umdenken da von Simon Rein geschuldet, dass wir da die Möglichkeit bekommen haben. Und John lässt sich da sicherlich in dieser Saison nicht zweimal bitten, macht das wirklich oder ist ja schon sehr, sehr häufig erfolgreich geworden. Ja, jetzt erstmal hier das Foulspiel auf Höhe der Mittellinie. 68 führt diesen Freistoß dann schnell aus. Suchen immer wieder auch den Weg durchs Zentrum. Vielleicht war das ein Schwerpunkt, den sie hier heute umsetzen wollten. Bisher klappt das noch nicht, weil unser FCH eben gut verschiebt, gut gestaffelt steht und jeder auch seine Defensivaufgaben kennt. Auch hier Strelimamba läuft mal an, macht ein bisschen Druck bei dem Diagonalball, der gerade so ankommt. Und dann wird es eben am Ende etwas unpräziser. Aber 68 setzt nach. Rizzuto erstmal dazwischen, nimmt Markus Kolke mit. Und der mit dem langen Abschlag Verhoek, ja, verschätzt sich da leider etwas. Sonst ja jemand, der gefühlt 99% aller langen Bälle festmachen kann. Dieser zählte scheinbar dann zu dem 1%, den er mal nicht erreicht. Ja, freuen wir uns in dem Sinne mal auf den nächsten 99 Bälle. Richtig. Der war auch ein Stück weit, musste dann noch entgegenkommen aus der Bewegung. Sicherlich nicht ganz einfach. Und ja, Fahne geht hoch. Demzufolge keine Gefahr. Und da werden die 60er sicherlich noch ein wenig mehr zu laufen haben. Aber zeigt er an, die 60er werden wohl schon wechseln. Ja, und da müssen wir einmal auf unseren schlauen Zettel schauen. Ja, Keanu Staude dürfte einer der beiden neuen Jungs bei 1860 München sein. Genau, ja, also die ist 23 und die 5 kommen rein und ich glaube Neudecker geht raus. Ja, so ist es, aber den zweiten habe ich leider nicht ganz gesehen, auch weil hier die Anzeigetafel, die 25 ist es. 25 und 31 gehen raus. Marius Wiltsch verlässt den Platz und Richard Neudecker und neu in der Partie Keanu Staude und Kiering Moll sind nun mit von der Partie. Schauen wir mal, ob das den 60ern helfen kann, irgendwas an dem Spiel zu ändern. Ja, wir haben in der Halbzeitpause uns nochmal ein bisschen schlau gemacht, auch was Merville Biancardi angeht. Also der scheint hier nach wie vor nicht fit zu sein. Also nicht fit im Sinne von nach wie vor angeschlagen,
hatte ja zu Jahresende mit muskulären Problemen zu kämpfen. Also auf den dürfen wir uns heute wohl nicht freuen, aber wir haben zumindest gesehen, dass er sich immer noch mit vielen Akteuren von uns gut versteht, unter anderem mit Dirk Olleshausen gesprochen, mit Björn Bornhold gesprochen. Auch ein, zwei Akteure selbst waren mit dabei von unserer Seite aus. Also da wird scheinbar noch Kontakt gehalten und sich zumindest nochmal Hallo gesagt. Ja, das ist doch immer eine schöne Geschichte. Vielleicht hat er ja noch ein, zwei Tipps bei Björn Baumann gefragt, ob er da noch einen Hinweis für ihn hat, wie das Ganze schneller in den Griff zu kriegen ist. Oh, hier gefährlicher Körpers, aber bekommen wir dann doch den Fuß nicht zwischen und jetzt mal ein bisschen Platz. Kann gefährlich werden. Kolke ist sich nicht sicher, ob er rauskommen soll oder nicht. Und dann der Ausgleichstreffer. Blöd gelaufen. Zum einen in der Abwehr haben sich da Räume ergeben und zum anderen auch Kolke dann etwas unsicher. Und ja, hier 10 Minuten dann nach Wiederanpfiff schon 2 Tore gefallen und der Ausgleich auch relativ schnell wieder egalisiert worden, Jeppe. Ja, das war nicht damit gemeint, dass das dem Spiel gut tun würde. Richtig. Ja, ein Stück weit aus dem Nichts, war ein bisschen unsortiert, war unsere Mannschaft da in der Szene, weil der Ball einfach schnell wieder zurückkam und dann war es ein guter Steckball, nichtsdestotrotz kleine Unsicherheit dabei, Markus Kolke, der sich nicht sicher ist, ob er gleich rauskommen soll, will er sicherlich auch nicht zu hohes Risiko gehen. Ja, und dann kriegt er den Ball da durch die Beine und dann steht es 1-1. Aber ich denke, wenn man sich den bisherigen Spielverlauf anschaut, müssen wir gar keine Sorgen haben. Da hatten wir doch deutlich mehr vom Spiel. Und da wählt sich noch die eine oder andere Möglichkeit für unseren FCA ergeben, da auch die Führung wiederherzustellen. Hast du gesehen, wer der Torschütze war, zufälligerweise? Ja, jetzt war einmal Hasdulevic in der Mitte. Ja. Eigentlich ein guter Ball. Besetzung der Box war auch gut, aber... Gibt Abstoß. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da den Treffer markiert hat für die 60er. Muss aber einer der beiden Spitzen, oder müsste einer der beiden Spitzen gewesen sein. Und wieder viel Platz für die 60er. Da sind wir jetzt dann doch relativ offen. Konter. Er versucht es und der steht 2-1. Eieiei, jetzt fällt hier wirklich ein Treffer nach dem anderen. Während ich hier die Info zugespielt bekommen habe, dass Stefan Lex der Torschütze des 1-1 war, habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie das 2-1 gefallen ist. Das war Fabian Greilinger aus der zweiten Reihe mit dem schnellen Gegenstoß und wie gesagt, etwas zu viel Platz da einfach für ihn aus der zweiten Reihe und das lässt er sich nicht nehmen, den Ball von dort zu versenken. Gut, also Doppelschlag jetzt hier der Gäste in der 55. und 57. Minute. Greilinger diesmal der Torschütze. Und so schnell kann dann auch eine Führung zu einem Rückstand geraten. Ja, ging dann doch relativ schnell jetzt der Doppelschlag, aber es ist noch über eine halbe Stunde zu spielen. Genug Zeit für unsere Jungs, das Spiel dann doch noch zu unseren Gunsten zu drehen. Kam jetzt doch ein wenig aus dem Nichts, die beiden Treffer auch. Schauen wir mal, wie es sich jetzt verhält mit dem Spiel. Jetzt sind ja unsere Jungs wieder gefordert, da doch auch ein bisschen mehr zu tun. Trotzdem die 60er wieder zwischen. Und Markus Kogger ist da gezwungen, den Ball lang zu schlagen und das Spiel mal auf diese Weise zu eröffnen. Ja, auch da wieder der Ballverlust. 60 mit dem nächsten Angriff. Über die linke Seite. Ja, Angriff wird nochmal abgebrochen, weil dort eben der Flankenweg dann doch zugestellt war. Wäre vermutlich abgeblockt worden. Ja, Handzeichen gehen hoch. Diagonalball erfolgt. Neidhardt passt aber auf. Gewinnt das Kopfballduell, aber Strili Mamba dann leider nicht. Sodass die 60er hier mit dem nächsten Angriff starten. Wieder der Diagonalball. Jetzt auf die rechte Seite. Ja, keine Deichmann. Schlechte Flanke. Aber Rosbach ist zur Stelle. Ja, Deichmann hat es ja versucht mit dem Ball in die Mitte. Würde jetzt auch den Einwurf ausführen. Dieses Mal aber ein Abwehrspieler unseres FC Hansa dazwischen. Und die 60er bauen das Spiel neu auf. Der Ball dürfte zu lang sein. Ja, Deichmann da sogar im Abseits. Ja, aber es geht mit Abstoß weiter. Ja, schauen wir mal, wie unser FC Hansa Rostock jetzt hier auf diesen Rückstand reagiert, hat ja auch in der zweiten Liga schon das ein oder andere Mal gezeigt, dass man zurückkommen kann und apropos zurückkommen, vielleicht können ja dabei auch noch ein, zwei Akteure helfen. Wir sehen jetzt zumindest hier auch im Kamerabild, dass sich unsere 4 Nachwuchsspieler, sozusagen das Quartett der jungen Hanseaten,
mit Björn Bornhold auf den Weg macht, sich aufwärmen wird, nach einer Stunde jetzt hier also. Vielleicht können sie sich ja dann doch noch Hoffnung auf zumindest ein paar Minuten hier machen. Ja, würde sicherlich den einen oder anderen Fan auch freuen, mal zu sehen, wie sich die Jungs hier in so einem Test schlagen können. Ist ja jetzt doch inzwischen sehr anständiges Niveau und auch die Härte nimmt jetzt ein wenig zu. Daher sicher eine gute Möglichkeit, sich da einfach mal zu zeigen. Ja. Und da schauen wir mal, wann Jens dort aktiv werden wird. Wichtig dort von Fröde, dass er den Ball dort abfängt, aber leider bleibt der Ball nicht in den Reihen unser Weiß-Blauen. Stattdessen 60 mit dem nächsten Angriff über die linke Seite. Dort werden sie zunehmend gefährlicher, gerade in diesem zweiten Durchgang. Gute Kombination. Jetzt ja das Dribbling und klar, da kommt Nico Neiter zu spät. Ja. Trifft den Gegenspieler im Laufweg von hinten und Schiedsrichter entscheidet hier zu Recht auf Freistoß. Und ja, da müssen wir uns jetzt natürlich wieder gut sammeln dort vor dem Strafraum und dürfen dort keine Torchance zulassen. Aber er unterbindet da mal eine von diesen gefährlichen Situationen. Genau das richtig, ja, hat eben noch gefehlt und gerade im Rahmen so eines Testspiels hat der Schiedsrichter auch die gelbe Karte stecken lassen. Schauen wir mal, dass wir erstmal den Freistoß verteidigen können. Der Ball kommt rein auf den zweiten Pfosten, sehr ungefährlich und geht dann gleich mit Abschluss weiter, während wir sehen, dass sich bei 1860 schon die nächsten Wechsel andeuten. Zwei werden es wahrscheinlich sein. Einmal scheint es die Nummer 8 und dann vermutlich die Nummer 22. Also Erik Tallig und Tim Linsbichler bekommen dort noch ein paar Anweisungen vom Trainerteam. Schauen wir mal, ob wir die beiden auch gleich hier noch auf dem Platz sehen. Erstmal unser FC Hansa Rostock hier in Ballbesitz. Fröde legt rechts raus auf Neithardt, der mit einem Kontakt zur Annahme und Duljevic sucht sofort den Weg in die Tiefe. Das gelingt nicht. 60 klärt den Ball, wäre fast hier noch zu einem guten Gegenangriff geworden. Rosbach ist aber erstmal da, nimmt Rizzuto mit und der bringt wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel. Ja, versuchen es jetzt über die andere Seite. Thomas Meissner wieder auf Nico Neithardt, der ein Stück weit in die Mitte zieht, aber verliert er den Ball. Für mich ein Foulspiel. Der Schiedsrichter lässt laufen. Ja, Glück gehabt, den Ball wieder in unseren Reihen. Simon Rein versucht den Steckpass. Ja, Schumacher, eigentlich ein ganz interessanter Laufweg da, aber war dann doch relativ schwierig. Ja. So ähnlich ist das Tor im Trainingsspiel gefallen. Also auch da Simon Rein, der den Ball angedribbelt hat und dann eben genau diesen Pass auf Schumi gespielt hat. In dieser Situation hatte Schumi dann aber doch zu viele Gegenspieler mit sich gezogen. Da hätte Simon Rein auch nochmal in Ruhe links rauslegen können auf Rizzuto, der jetzt dort defensiv erstmal aufpassen muss. Da ist sein Gegenspieler nämlich wieder ganz frei. Janik Deichmann. Oh, hat er viel nach Platz. Innen. Ja, zum Glück scheint er Rechtsfuß zu sein. Trifft den Ball hier nicht ganz richtig. Deswegen kein Problem für Kolke. Das kann auch mal böse enden. Ja, sieht gut. Sieht dann noch aus, als wäre er wirklich Rechtsfuß. Und Markus Kolke dürfte da sich freuen, dass er auch mal einen Ball bekommt, wo er eine Möglichkeit hat, den Ball zu halten. Und das macht er natürlich dann auch gleich. Ja, auch schwierige Situation für ihn natürlich. Wurde hier selten geprüft in dieser Partie, musste aber schon zweimal hinter sich greifen. Ja. Ist natürlich nicht so einfach. Und jetzt sehen wir hier die nächsten beiden Wechsel. Auch wenn die Anzeigetafel uns da mal wieder wenig Aufschluss gibt. In die Partie kommen dann der angesprochene Erik Tallig und Tim Linsbichler. Und aus der Partie scheint zu gehen Janik Deichmann. Und wer ist das andere? Die Nummer. Janik Deichmann bleibt drauf. Einmal geht die Nummer 14 runter. Ja, Dennis Dressel verlässt die Partie oder verlässt den Platz. Ja. Und Stefan Lex genau, geht mit runter. Deichmann stand einfach nur bereit, um den Einwurf auszuführen. Haben wir das also auch abgehakt. Ball wird erstmal festgemacht. Schumacher, der hier eben den Ball an der Außenbahn verloren hatte, schießt den Gegenspieler an, holt den Ball somit zurück in die eigenen Reihen. Und Rizzuto nimmt erstmal Simon Rein mit, der dreht sich ein, zwei Mal um den Gegenspieler und öffnet erstmal das Spiel. Viel Platz jetzt erstmal für Nico Neithardt dort rechts auf der Außenbahn. Langer, tiefer Ball, kein schlechter Ball, aber dennoch ein Gegenspieler dazwischen und auch die 60er probieren es mit einem langen Ball in die Spitze. Dort ist der Joker, dort ist der eingewechselte Linsbichler. Ja, wichtig, dass Rosbach da dazwischen ist. Definitiv, also es gefällt mir gar nicht. Jetzt 60 wird zunehmend gefährlicher. Ja, ist jetzt doch ein mehr oder mehr offener Schlagabtausch und die Löcher werden größer. Und das wissen bislang die 60er besser auszunutzen. Ich
schauen wir mal, wann vielleicht dann wirklich schon der Impuls von der Seite kommt. Aber aktuell vertraut er noch den Jungs hier auf dem Platz hin und das wahrscheinlich auch zu Recht. Jetzt hat Schumacher mal Platz, bringt den Ball flach in den Rückraum. Ja, war noch ein 60er zwischen und Deichmann baut das Spiel neu auf. Jetzt tut er mit eins seiner wichtigen Foulspiele und da ist die Situation zunächst erstmal vorbei und die 60er müssen neu aufbauen. So sieht's aus. Die 60er jetzt am Ball. Dort noch in der eigenen Hälfte. Versuchen das Spiel erstmal ruhig aufzubauen. Schieben den Ball hin und her. Unser FCH greift noch nicht so richtig an, läuft nicht an. Ist natürlich jetzt auch so ein bisschen den intensiven Einheiten der letzten Tage geschuldet. Da fehlt dann auch die Kraft. Warten dort erstmal noch ab. John Vogt ist es jetzt mal, der ein bisschen Druck macht, zumindest 2 Meter dort mal die Gegenspieler anläuft, jetzt den nächsten, aber 68, jetzt auch hier nicht unter Druck nach vorne spielen zu müssen, jetzt erfolgt endlich mal der Ball nach vorne, Thomas Meißner ist da, gibt allerdings Einwurf für die Münchner. Ja, man sieht glaube ich eine deutliche Änderung im Spiel unseres FC Hansa, auch gegen den Ball, wie du es gesagt hast, wir spielen jetzt nicht mehr, oder stehen nicht mehr ganz so hoch, dafür wird die Kraft sicherlich nicht reichen. Aber es ist jetzt nochmal an der Zeit, vielleicht den Schalter umzulegen. Starker Ball von Duljević. Schumacher hat die Möglichkeit und Platz zum Abschluss. Guter Versuch. Ja, so kann es gehen. Und ja, sehr gut gemacht dort. Auch von Schumacher, den glaube ich zunächst ablegen wollte. Und weil das ja nicht so geklappt hat, hat er sich selbst den Schuss genommen. Mhm. Aber auch eine gute Parade von Hiller. Natürlich auch relativ zentral platziert der Schuss. Aber wenn der ins Eck geht, glaube ich, dann klingelt es hier. Ja, und Duljević gleich versucht, den Ball nochmal reinzubringen und das bringt eben auch den nächsten Eckball ein. Ja, Rizzuto wird ihn diesmal bringen. Ja, Duljević am zweiten Pfosten, was macht er draus? Hat die Möglichkeit zu schießen, Möglichkeit da für ihn, legt ihn auf den rechten Fuß und will ihn da ins lange Eck schlänzen und da hat nicht viel gefehlt. Ja, gute Schusstechnik, das hat man da gesehen, oben rechts im Knick wollte ihn haben, hat nicht ganz funktioniert, aber zumindest mal wieder 2 schöne Offensivaktionen hier unseres FC Hansa Rostock, der jetzt hier auf jeden Fall auch das 2:2 erzielen will, aber defensiv aufpassen muss, dass sich nicht zu viele Räume ergeben. Ja. Deichmann wird dort geschickt auf der rechten Seite, spielt direkt Risiko weiter. Boah, gut gespielter Konter, muss man leider sagen. Es war auch kein Abseits. Der Schiedsrichter gibt den Treffer. Und 68 mit dem dritten Tor. Ja, Wahnsinn. Das geht hier wirklich ein bisschen zu schnell. Wieder geht er da, wo sich die 60er in der ersten Hälfte noch schwer getan haben, irgendwie einen Aufbau da zustande zu bringen. Ja, schlagen sie in dieser Hälfte jetzt schon zum dritten Mal zu. Und so haben sich Jens und unsere Jungs dieses Spiel dann sicherlich dann doch nicht vorgestellt. Da warten wir jetzt doch nochmal auf eine Reaktion. Und dafür bleiben uns ja aber auch noch knappe 25 Minuten. Jetzt ist es Manigo Neidhardt an der rechten Seite, der den Ball nach vorne treibt auf Strelimamba. Mamba. Er kriegt den Ball dann nicht kontrolliert und so gibt es Abstoß für die 60er. Ja, und Kolke da wieder ohne Gelegenheit den Ball zu halten. Also perfekt platziert, trocken, rechts unten ins Eck. Ja, taucht er auch völlig frei vor ihm auf. Ja, konnte auch den Gegenspieler, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, wer es war, ob es Nico Neidhardt war oder doch ein Innenverteidiger, ein bisschen abhängen. Da waren wir nicht ganz auf der Höhe im wahrsten Sinne des Wortes. Und die 60er können jetzt natürlich den Stiefel erstmal ruhig runterspielen. Ja, man sieht das. Jetzt versuchen wir immer wieder vorne zu stören, kommen aber meistens den einen Schritt zu spät und das hat dann immer zur Folge, dass es dann mächtig viel Platz gibt. So auch in dieser Szene. Das ist Marcel Bär führt den Ball in den Rückraum. Ja, bei dem Abschluss hat dann noch einiges gefehlt, aber trotzdem.
Ja, 1860 hat in der zweiten Hälfte mehr vom Spiel, das muss man so sagen. Deswegen vielleicht auch der Rückstand nicht ganz unverdient. Allerdings hätte halt auch vor dem Gegentreffer eben der Treffer für uns fallen können. Und dann wird es hier nicht 3-1, sondern 2-2 stehen. Aber ja, wie wir schon kurz in der ersten Hälfte angedeutet haben, das Ergebnis spielt hier sicherlich nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es darum, die dann doch Schwerpunkte aus den letzten Einheiten zu verinnerlichen, umzusetzen. Und auch wenn hier nicht alles gelingt, es geht ja zumindest kein Punkt in der Liga verloren oder an den anderen Gegner. Vielleicht jetzt über eine Ecke. Vorhin hat es ja auch bei einem Standard geklappt, den auch Simon Rein reingeschlagen hat. Diesmal wird der Ball dann von ihm zum Tor hingetreten. Die Spieler positionieren sich. Mamba lauert am ersten Pfosten. Meißner, ja, ungefähr im Zentrum des 5-Meter-Raums. Mal sehen, wie es gleich ist, wenn alle einlaufen. Ball kommt auf den ersten Pfosten. Ja, was hat er jetzt gesehen? Scheinbar ein Stürmerfoul. Bin ich mir nicht ganz sicher. Was anderes kann es ja nicht sein. Aber was wir jetzt sehen, sind zwei Wechsel, beziehungsweise ein Doppelwechsel. Theo Martens und Felix Ruschke stehen bereit. Calogero Rizzuto begibt sich dort auf den Weg nach draußen. Also Felix Ruschke wahrscheinlich dann jetzt dort der Linksverteidiger, der ein paar Minuten bekommt. U19-Spieler, der sich hier beweisen darf. Und Strili Mamba verlässt den Platz für ihn. Theo Martens jetzt, ja, wahrscheinlich auf dem rechten Flügel dann. Ja, der sicherlich da auch so eine Chance nutzen möchte, um da noch ein bisschen für Wirbel zu sorgen. Hat ja auch es selbst jetzt im Ligabetrieb auch in den Kader geschafft, in Karlsruhe. Korrigiere mich gerne, das erste Mal dabei. Das erste Mal dabei. Ja, und das sicherlich eine weitere Motivation für ihn, auch dran zu bleiben, jeden Tag das Maximum im Training auch an den Tag zu legen. Und da kann er sich natürlich heute wieder mit ein paar Minuten weiter in den Vordergrund spielen, um auch in der Liga mal zum Einsatz zu kommen. Ja, John, genau. Gut abgelegt. Fröde hält den Ball jetzt. Ja, das ist doch relativ eng. Und so erfolgt Neuaufbau. Für Theo Martens rausgegangen. Strili Mamba, vielleicht auch eine Personalie, über die wir sprechen können, Jeppe. Hat ja hier, finde ich, noch nicht so richtig performen können, wie sich das vielleicht alle gewünscht, aber auch er selbst sich natürlich erhofft haben. Hat sicherlich viel mehr Potenzial, was er abrufen kann. Aber bisher läuft es hier noch nicht so rund für ihn, oder? Ja, ich denke, so wie du es gesagt hast, ist es. Wir haben, ja, viele haben da sicherlich mit ein bisschen mehr gerichtet. Im Endeffekt zeigt er immer wieder, was genau ihn so gefährlich machen kann. Das ist natürlich seine brutale Schnelligkeit, hat er auch in vielen Szenen unter Beweis gesetzt. Ja, und hier und da fehlt er einfach noch ein bisschen, ja, das nötige Glück auch im Abschluss. Und da blieben ein, zwei Situationen eben auch ungenutzt in der Saison bereits von ihm. Ja, aber wie es so ist, das kann manchmal ganz schnell gehen. Und mit ein, zwei Treffern und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gehen dann die nächsten Bälle auch wieder rein. Und ja, darauf bleibt zu hoffen. Es wird sicherlich wichtig sein, dass auch er da noch eine Steigerung an den Tag legt in der Rückrunde, um das große Ziel dann auch letztendlich in die Tat umzusetzen und die Klasse zu halten. Genau, absolut richtig. Ich finde es ähnlich wie du, dass es bei ihm vielleicht mittlerweile auch zu viel Kopfsache ist. Also es ist ja oft, wenn ein Stürmer eine lange Durststrecke hat, dass er dann doch, auch wenn er mal vom Tor steht, nochmal drüber nachdenkt, die letzten drei sind nicht reingegangen, die letzten Schüsse, jetzt schieße ich mal woanders hin. Und dann landet der Ball halt wieder nicht im Netz. Und das kann einen dann schon auch so ein bisschen runterziehen. Das ist halt wichtig, sich einfach mit harter Arbeit im Training und auch da mit vielen Erfolgserlebnissen dann eben wieder ein bisschen ranzutasten. Und ich glaube, wenn bei Strili einmal der Knoten platzt, dann kann der Junge uns noch sehr, sehr viel Spaß und Freude bereiten. Ja, das hat man natürlich auch in vergangenen Stationen gesehen, dass er da durchaus in der Lage ist, auch mit einigen Saisontreffern auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen haben wir ihn ja auch geholt. Und ja, ich bin da guter Dinge, dass er noch eine Chance bekommen wird und die sicherlich dann auch nutzen wird. Ja, John da jetzt mal ein bisschen giftig im Zweikampf. Bringt aber nichts, noch ist der Ball im Besitz der 60er. So ist es und in der ersten Halbzeit keine Tore gefallen, in der zweiten Halbzeit drei Tore gefallen. Und kaum schaut man auf die Uhr, sieht man, die Schlussviertelstunde beginnt hier bereits in zwei Minuten. Also unser FCH sollte sich ranhalten, wenn man hier dann doch noch was mitnehmen möchte. Felix Ruschke da jetzt in seinem ersten Zweikampf. Ja, Marcel Bär ist da vorbeigekommen. Genau, dann ist Ruschke da und klärt den Ball dann erstmal in die Mitte.
Ja. Auch Schumacher verliert dort den Zweikampf. Auf der linken Seite gefährlicher hoher Ball. Thomas Meissner aber mit seiner Erfahrung erstmal dazwischen. Und jetzt schauen wir mal, was vielleicht Felix jetzt mit dem Ball anfangen kann. Ja, ja. Macht das erstmal gut. Versucht es ja frech, direkt im 1 gegen 1. Dann gleich mal vorbeizugehen. Ja, holt den Einwurf raus. Und so wieder Zeit für einen neuen Aufbau. Ja, großgewachsener Linksverteidiger, wie man sieht. Sicherlich auch eine Qualität, dass er Linksfuß ist. Das ist ja ein doch viel gesuchter Spielertyp auf dem Markt. Davon gibt es nicht so viele. Gerade auf der Linksverteidigerposition vielleicht nochmal ein kleiner Vorteil. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was er jetzt hier in der Schlussviertelstunde vielleicht noch so für Aktionen haben wird. Orientiert sich da jetzt auch erstmal relativ weit offensiv. Zeigt, hey, ich stehe frei, spielt den Ball zu mir. Und ja, jetzt vielleicht auch mal dort Theo Martens in Aktion. Holt sich den Ball gut zurück auf der rechten Außenbahn. Ja, schön nachgesetzt, aber trotzdem, ja, jetzt kommt es auch dazu, dass die zweiten Bälle dann auch öfter mal bei den 60er landen, auch bei 50-50 Aktionen. Ah. Und Deichmann kommt da irgendwie durch. Wichtige Aktion von Fröde, der den Deichmann da auch sauber vom Ball trennt. Kein Foulspiel gibt es auch. Keine Proteste. Also Deichmann da wirklich im Glück, schießt seinen Gegenspieler an, bekommt den Ball irgendwie zurück und kommt dann noch durch, weil Felix Ruschke ausrutscht. Aber Fröde da in letzter Instanz, sehr, sehr wichtig, dass er dazwischen war. Und ja, vielleicht jetzt ja mal die Möglichkeit hier ein bisschen für Gefahr zu sorgen, indem wir erstmal ruhig aufbauen und dann zuschlagen, wenn sich dann jetzt hier mal eine Lücke ergibt. Thomas Meissner erstmal am Ball, nimmt nochmal Lukas Fröde mit, so richtig wissen sie, glaube ich, nicht, wie sie hier zum Durchkommen finden. Nico Neithardt setzt Theo Martens mal in Szene. Dessen Pass kommt aber nicht an. Ja, und schon sind die 60er wieder im Ballbesitz. Ja, wäre natürlich schön hier für die mitgereisten Zuschauer. Doch recht zahlreich auch, wenn ich hier zu unserer linken Seite gucke. Doch einige Fans, die den Weg mit ins Trainingslager gegangen sind von unserem FC Hansa. Und dann, denen wäre es natürlich zu gönnen und natürlich auch den Jungs auf dem Platz, wenn sie das hier nochmal spannend machen mit einem Treffer. Ja. Und dann kann natürlich in der Schlussphase auch nochmal alles gehen. Also absolut, absolut. Aber auch jetzt sehen wir wieder, unsere Kogge steht eher defensiv. Versucht hier nicht früh anzulaufen und den Ball zu erobern, sondern ja, eher abwartend dort im Defensivverhalten. Jetzt der Pfiff des Schiedsrichters, dem ein kleines Foul vorausgegangen war. Und 1860 mit der nächsten Gelegenheit. Jetzt läuft da Theo Martens mal an. Ja, gibt seinem Gegenspieler einen mit. Finde ich, ja, kann man geben. Ball war schon weg und Theo läuft dann eben doch noch in die Nummer 36 hinein. Ja, beziehungsweise Philipp Steinhardt ist da für meine Begriffe auch auf Theo aufgelaufen. Nichtsdestotrotz, faul in die Richtung kann man schon so entscheiden. Aber er scheint sich da mehr weh getan zu haben als Theo. Darf man auch nicht vergessen, Theo ist gerade für seine, ich glaube, 19 Jahre schon eine Maschine. Also der hat einen Oberkörper, den haben nicht alle bei uns im Kader. Ja, und dementsprechend tut das dann auch mal ganz schnell weh. Definitiv. Auch bei einer vermeintlichen Szene, wo es auch andersrum sein könnte. Ja, scheint aber auch weiterzugehen für Steinhardt. Vielleicht ist er ja Steinhardt im Leben. Ich habe es mir gedacht, den schluckst du runter. Aber nein, schön, dass du es sagst. Ja, ich weiß ja, wie wir beide denken und den konnte ich mir jetzt dann doch nicht verkneifen. So viel zu lachen gibt es ja in diesem Spiel hier bisher doch nicht. Da muss man die 2700 Zuschauer, die es mittlerweile sind, vielleicht auch mal mit solchen Sprüchen dann etwas aufmuntern. Ob du die so bei der Stange hältst, das mag ich mal in Frage zu stellen. Nein, dann müsste sein Name natürlich erstmal gerecht sein. Aber jetzt, Kiering Moll wieder, Deichmann, den Ball kann er nicht erreichen. Und daher wieder Ballbesitz für unsere Kogge. Ich bin auch gespannt, ob Jens da doch auch noch die zwei letzten Optionen ziehen wird und den beiden Jungs bei uns auch noch eine Chance geben wird. Ja, freuen würde ich mich für die Jungs. Habe auch vor der Partie nochmal mit Uwe Speidel gesprochen. Ist ja der sportliche Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums. Also der ist hier auch von Tag 1 an dabei und beobachtet dementsprechend seine drei bis vier Schützlinge, wenn man Theo mal mit dazu zählt.
Etwas genauer, und da sagt er, wird sich natürlich auch wünschen, dass die alle hier zum Einsatz kommen, ein paar Minuten bekommen. Ist natürlich für sie zum einen eine wertvolle Erfahrung, aber man sieht eben auch mal, ja, auf welchem Leistungsniveau sie eben aktuell sind, woran es vielleicht noch fehlt, welche Stärken sie haben, welche Schwächen sie vielleicht noch ausgleichen können. Und ja, ich denke, da tut jede Minute, wenn nicht sogar jede Sekunde gut. Und dann gerade hier, wenn man von den erfahrenen Spielern ein bisschen was mitnehmen kann als junger Spieler, ist das, glaube ich, immer, immer wichtig. Felix hebt jetzt hier auch mal den Arm, fordert den Ball, bekommt ihn. Aber dann ja, ist er leider auch weg. Er macht den Laufweg aber gleich wieder mit nach hinten und versucht dort Linzbichler den Ball abzunehmen. Kommt das aber gelingt nicht Ball. Und dann auch noch gefährlich. Richtig zum Glück. Von Damian Rosbach, dass er da noch dazwischen ist im letzten Moment. Erik Tallich hatte das da zuvor sehr gut gemacht. Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Sonst hätte es hier vielleicht sogar zum vierten Mal eingeschlagen hinter Markus Kolke. Ja, und sicherlich wird aber auch Jens seinen Plan damit verfolgen. Gerne würde er natürlich auch allen da die Möglichkeit geben zu spielen, das ist ja logisch. Ja, aber da hat sicherlich auch ein Stück weit was damit zu tun, dass die Jungs hier auch mal wieder einen Test über eine volle Distanz gehen sollen, zumindest zum Großteil. Deswegen jetzt nicht auch so ein Blockwechsel, wie man das vielleicht auch manche anderen Testspielen kennt, dass die eine Hälfte, ja, andere Elfmann auf dem Platz stehen, als es vielleicht in der ersten Hälfte der Fall gewesen ist. Daher einmal diese lange Spieldauer, und deswegen hat er sich anscheinend dann noch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich bin mal gespannt, ob die Jungs aber trotzdem noch kommen werden. Genau, man darf ja nicht vergessen, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen steht auch noch ein Testspiel auf dem Programm, wieder zur gleichen Zeit, also 14.30 Uhr Ortszeit, beziehungsweise 12.30 Uhr deutscher Zeit. Dort geht es dann gegen Samsunspor, ich glaube ein türkischer Zweitligist. Da wird unsere Vorbereitung dann sicherlich heute Abend noch mal ein bisschen genauer drauf erfolgen. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wieder mit von der Partie seid und auch unseren Jungs aus der Ferne die Daumen drückt. Vielleicht läuft es ja morgen ein bisschen erfolgreicher. Und ich bin gespannt, welche Elf wir dann sehen. Also es war ja sonst im Trainingslager oft so, dass zur Halbzeit getauscht wurde. Das war, glaube ich, auch gegen Mannheim so angedacht und geplant. Gut, das Spiel ist jetzt ausgefallen und jetzt ist es dann wahrscheinlich eher so, dass heute eine Mannschaft zum Großteil die 90 Minuten bekommt, morgen vielleicht dann eine andere Mannschaft, und auch dann gibt es sicherlich vielleicht nochmal die Möglichkeit, dem einen oder anderen Talent ein paar Schnupperminuten zu gönnen. Ja, Gleiches hat anscheinend auch Michael Kölner, der Trainer der 60er, hier im Sinn. Da stehen nämlich schon wieder zwei Talente an der Seite auch bereit. Leandro Mogalla mit der Nummer 39 und Florenz Knöffel, der wahrscheinlich auch noch seine Minuten bekommen wird. Jetzt aber erstmal gefährlich die nächste Szene. Ja. Ja, und Linzbichler ist es da immer wieder, der da gefährlich in Erscheinung tritt. Ja, der nach seiner Einwechslung doch für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Und jetzt ist es soweit, da kommen die beiden Spieler von 1860, die Nachwuchsspieler, zu ihrem Einsatz. Mal schauen, wer für sie den Platz verlässt. Ja, geht scheinbar hinten links runter. Ja, Steinhardt muss das für meine Begriffe gewesen sein. Hat wohl doch ein bisschen mehr wehgetan, als er da auf Theo aufgelaufen ist. Und dann er steht nur an der Seite und scheint was zu trinken. Es sind doch Marcel Bär, der hier vorne den Platz verlässt. Und hinten kann ich von hier aus noch nicht erkennen. Nee, das reichen wir danach, sobald der Spieler hier in unser Sichtfeld gelangt. Achten wir ein bisschen mit drauf und geben euch natürlich dann gleich die Info. Mittlerweile läuft die 83. Spielminute, also nur noch 7 offizielle Minuten zu gehen. Ich denke, viel Nachspielzeit wird es nicht geben. Auch in der ersten Halbzeit wurde hier pünktlich abgepfiffen. In der zweiten Halbzeit eigentlich nicht viel passiert, bis auf die Treffer. Kein Grund, groß nachzuspielen. Wieder ein gefährlicher Steckpass. Diesmal passt Thomas Meissner auf, kann den Ball hier klären. John Verhoek, geht dort hart zu Werke und muss dann auch den Freistoß gegen sich in Kraft nehmen. Und da sehen wir nochmal, ich glaube, es ist die Nummer 11. Na, es ist Greilinger, der Torschütze. Zum 2:1 war es, der hier den Platz verlässt. Ja, aber jetzt sind die beiden Jungs zumindest auf dem Weg. Auch unsere beiden Nachwuchsspieler auf dem Weg zur Bank scheinen ja jetzt auch noch ihre Minuten zu bekommen. Ja, dürfen das grüne Leibchen zumindest ausziehen, das ist meist ein gutes Zeichen. Ja, ein bisschen mehr als 5 Minuten sind sie auch noch. Au, da wird es wieder gefährlich. Gute Variante dort, der 60er.
Ja, man sieht es dann doch auch, die Schritte kosten mehr und mehr Kraft. Wenn ich mich jetzt mal an John Fuchs orientiere, ja, schleppt sich da jetzt langsam über den Platz. Wir sind natürlich auch beim Stand der Vorbereitung jetzt, wo so ein Spiel natürlich dann doch über 90 Minuten ganz schön in die Vollen geht. Ja, Schumacher. Aber Schumacher scheint das wenig auszumachen, auch eben gerade noch in der 80. Minute ist er vorne angelaufen, direkt in den Rückwärtsgang wieder eingelegt und auch hier im vollen Tempo mit zurück. Scheint da ganz gut vorgearbeitet zu haben. Ja, definitiv. Dauerbrenner, Dauerläufer bei uns im Team. Rosbach jetzt aber erst im Zweikampf, ja, kriegt dort auch das Foul zugesprochen. Und ja, die letzten Minuten laufen. Während jetzt dann hier ein bisschen Hektik im Fanblock unserer Hanseaten entfacht. Ein, zwei Ordner wollen sich mal anschauen, was da scheinbar gerade so los ist, aber so ganz genau habe ich nicht mitbekommen, was da passiert ist. Auch die Polizei jetzt dort auf dem Weg, um hier vielleicht ja, schlimmere Eskapaden zu vermeiden, aber zumindest aus unserer Sicht sieht das hier noch alles sehr ruhig aus. Ja, ich kann es ja jetzt auch nicht genauer erkennen, aber wollen wir uns lieber aufs Spiel konzentrieren? Oh, da ein ordentlicher Einsatz. Es sind ja immer noch 5 Minuten zu gehen. Und in 5 Minuten kann viel passieren. Zum Beispiel können auch noch 2 Tore fallen. Schumacher erstmal am Ball. Ja. Ja, vorbei, Felix Ruschke mit. Ja, der kommt nicht ganz vorbei an seinem Gegenspieler. Ja, noch ein bisschen glücklos. Ja, Schumacher wieder gut nachgesetzt. Auch der erste Schritt, der besonders wehtut, ja, wenn das Spiel schon etwas weiter vorangeschritten ist. Und jetzt Meister mit dem Diagonalen. Versuch's nochmal. Ja, ja. Sie schenken auf jeden Fall Felix Ruschke da viel Vertrauen. Wird in viele Duelle geschickt. Auch hier. Aber jetzt ist hier natürlich auch wieder mehr Platz für die 60er am Ball. Lindbichler mit einem Kopfball, während er am Boden liegt. Im Liegen. Ja, sieht man auch selten. So, und jetzt ist es wohl soweit. Der sichtlich erschöpfte Kevin Schumacher bekommt eine Pause. Geht runter, Alter. Die hat er sich verdient, ja, wirklich. Die letzten 2 Sprints, glaube ich, die taten nochmal richtig weh. Ja. Und auch Haris Duljevic ist der 2. Spieler von unserem FC-Hansa, der den Platz verlassen wird. Genau. Und jetzt im Spiel also Nick Stepanzev und Benno Dietze. Da müssen wir dann einmal schauen, wie sich das gleich auf dem Spielfeld sortiert. Ich würde vermuten, dass Nick Stepanzev eher die Rolle von Kevin Schumacher einnimmt. Also linke Offensivbahn würde das bedeuten. Das werde ich jetzt auch mal in dem Live-Ticker der App so einpflegen. Du kannst ja vielleicht mal ein Auge auf Benno Dietze werfen, ja, wo der sich platziert gleich. Ja, aktuell findet er sich dann wohl doch auch hinter der Spitze wieder. Ob er da letztendlich dann auch in den letzten, ja, jetzt sind es nur mehr 3 Minuten reguläre Spielzeit, auch wiederfinden wird, bleibt abzuwarten. Aber doch relativ weit vorne, aber jetzt auch die 60er im Angriff. Da ist er das erste Mal am Ball, verteilt den Ball gut, ruhig auf Nico Neithardt. Der Fröde mitnimmt, der wechselt die Seite. Ja, Ruschke macht das gute da gut. Gute Bewegung, geht vorbei. John Verhoek jetzt mal im Ball. Und Stepanzev. Oh, guter Schuss. Versuch, nachgesetzt. Oh. Martin und Hiller. Aber da sind unsere Jungs doch. Genau das Dreier gespannt. Hat mir gut gefallen, die Kombination. Absolut. Guter Haken da von Ruschke, der das auf der linken Seite da initiiert. Vorbeigeht in die Mitte. John lässt klatschen und nichts. Der Panzer, der ist da versucht. Und da hat auch nicht viel gefehlt. Da muss sich Marco Hiller wirklich sehr lang machen, um den Ball noch zu erreichen. Jetzt wieder Simon Rein mit dem nächsten Eckball. Bringt ihn in die Mitte. Oh, ja, und wieder, ich habe es nicht genau gesehen, wer jetzt da an den Ball gekommen ist, aber ein Abschluss per Kopf, auch wenn der Ball dann über das Tor von Marco Hiller geht. Ja, in den letzten Minuten wollen die Rostocker dann hier wohl doch auch nochmal den ein oder anderen Akzent setzen und die angesprochenen Jugendspieler wollen sich da natürlich auch nicht verstecken. Ja, was wäre das für ein Einstand gewesen, wenn Nick Stepanzev hier gleich mit seinem ersten Schuss im Debüt den Ball da im Eck platziert. Da hat nicht viel gefehlt. Hiller aber mit einer guten Parade und der Keeper der 60er dann eben auch
danach gegen Theo Martens zur Stelle. Schade, schade. Und ja, somit deutet sich an, dass es hier vermutlich beim 3:1 bleiben wird. Da bleibt abzuwarten, was der Schiedsrichter hier noch an Nachspielzeit drauflegen wird. Das ist ja erfahrungsgemäß im Testspiel nicht immer allzu viel. Auch wenn es jetzt hier eben 4 Treffer gegeben hat und es durchaus Grund gäbe, da noch ein paar Minuten draufzulegen. Genau, 68 da jetzt nochmal an der Eckfahne. Aber vielleicht gibt es nochmal einen Angriff. Nico Neid hat mit dem langen Ball in die Richtung von John Verhoek. Dem fehlen aber alle Kräfte. Ja, und 68 tief gestaffelt. Lässt den Ball wieder durch die eigenen Reihen laufen. Ja, und wie vermutet, beendet der Schiedsrichter auch das Spiel. Hier sehr, sehr pünktlich, wie wir schon in der ersten Halbzeit. Ja. Und auch wenn das Ergebnis sich nicht so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben, denke ich, das Wichtigste ist, dass da die nächsten 90 Minuten in der Vorbereitung gegangen wurden. Wir sehen das jetzt auch hier. Einige unserer Spieler, der Simon Rein, doch sieht dann sehr erschöpft aus. Und das Wichtigste ist, dass die Jungs dort weitere Körner und weitere wichtige Meter gesammelt haben, um dann in der Rückrunde auch fit sein zu können. Genau, ich denke, Jens Hertel kann einige Erkenntnisse hier aus dem Spiel ziehen. Das Ergebnis sicherlich leider nicht wie gewünscht. Die ein oder andere Aktion sicherlich verbesserungswürdig. Aber ja, ein bisschen Zeit ist ja noch in der Vorbereitung. Morgen sehen wir dann schon das zweite Testspiel zu gleicher Zeit. Also wenn ihr dabei sein wollt, gerne 12.30 Uhr wieder einschalten. Ob im Ticker, im Fanradio, in der App oder auch bei YouTube mit Bild und Ton. Oder wenn ihr wollt, natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen. Erstmal noch einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ja, danke euch.